Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 53. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich. Dem Kollegen Tommy Tabor von der AfD-Fraktion darf ich zur Geburt seines vierten Kindes mit Namen Kai Tore Wotan herzlich gratulieren. Alles Gute für die Familie. Als Geschäftliches habe ich mitzuteilen, der Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 18-737, generalistische Pflege, nein, danke, wurde in der Demokratienotstand Berlin beendigen, kriminelle Machenschaften in der Linksextremisten und der Antifa sofort stoppen und Antrag der FDP zum Thema die IAA nach Berlin holen. Frau Popp duckt sich weg, Klinsmann muss ran. Das zeigt, dass Regieren nicht jeder kann. Eine einvernehmliche Verständigung der Fraktionen über das heutige Thema der Aktuellen Stunde ist nicht erfolgt. Ich lasse daher abstimmen, und zwar über den Antrag der Fraktion Die Linke. Wer wie die Fraktion Die Linke auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema ein Mietendeckel für Berlin ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Gegenstimmen. Das sind die Oppositionsfraktionen sowie zwei fraktionslose Abgeordnete. Enthaltung sehe ich keine. Ersteres war die Mehrheit. Dann rufe ich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 auf. Und zwar in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 5, dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen sowie des Hauptausschusses, Drucksache 18-2437 zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. So, dann verweise ich auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge unter den Tagesordnungspunkten 3, 5, 28 bis 33, 42a und 42b in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch zur Dringlichkeitsliste höre ich nicht, dann sind diese Ergänzungen der Tagesordnung einvernehmlich so beschlossen. Auf die Ihnen vorliegende Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Auch die Konsensliste ist damit so angenommen. Ich komme zur Entschuldigung des Senats. Der Senator Dr. Lederer ist ganztägig entschuldigt. Er nimmt an der Europaministerkonferenz in Brüssel teil. Herr Senator Geisel wird während der Plenarsitzung mehrfach abwesend sein wegen Terminen betreffend der Special Olympics Weltspiele im Jahr 2023 in Berlin. Nach den Terminen wird er jeweils wieder an der Plenarsitzung teilnehmen. Frau Senatorin Popp ist aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend, beabsichtigt aber später noch zu kommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Aktuelle Stunde, ein Mietendeckel für Berlin auf Antrag der Fraktion Die Linke. In Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 5, die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen und dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 18-2437, zur Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 18-2347, Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung. Der Dringlichkeit haben Sie eingangs zugestimmt. Ich eröffne die zweite Lesung der Gesetzesvorlage. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 bis 4 des Gesetzesentwurfs und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmungen miteinander zu verbinden. Ich höre dazu keinen Widerspruch. Für die Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 15 Minuten zur Verfügung.
In der Runde der Fraktion beginnt die Fraktion Die Linke. Und Herr Kollege Harald Wolf hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn die Neuvertragsmieten in Berlin seit 2012 um fast 50% gestiegen sind, wenn die Bestandsmieten auch in vielen Bereichen für Durchschnittsverdiener oder Menschen mit einem geringen Einkommen nicht mehr leistbar sind, wenn teilweise Menschen mehr als 50% ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen, und wenn selbst das Handelsblatt davon spricht, dass die Miete zunehmend zu einem Armutsrisiko wird, dann, meine Damen und Herren, dann ist der Mietenmarkt aus den Fugen geraten und dann muss die Politik eingreifen. Und deshalb setzt diese Koalition mit dem Mietendeckel hier ein klares Stoppsignal gegen die Mietpreisexplosion in dieser Stadt. Meine Damen und Herren, Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es darf kein Objekt der maßlosen Profitmaximierung sein. Und wir wollen, dass Wohnen für alle Menschen in dieser Stadt leistbar ist und bleibt. Und meine Damen und Herren, wenn der Markt dieses menschliche Grundbedürfnis nicht befriedigt, dann muss die Politik eingreifen. Ich lasse keine Zwischenfrage heute zu. Ich wusste, dass von Ihrer Seite unqualifizierte Zwischenrufe kommen. Ich habe da nichts anderes erwartet und das sind wir auch von Ihnen gewohnt. Und vielleicht zu dem Zwischenruf der DDR. Ich bin 1977 nach Berlin gekommen, nach West-Berlin. Und da gab es eine Mietpreisbindung bis Mitte in die 80er Jahre. Und ich sage Ihnen, das war kein schlechtes Leben für die Mieterinnen und Mieter. Meine Damen und Herren, die Regulierung des Mietenmarktes wird jetzt von der Opposition als einen schwerwiegenden Eingriff und eine Attacke auf die soziale Marktwirtschaft kritisiert. Meine Damen und Herren, ich glaube, dem liegt ein elementares Missverständnis zugrunde. Soziale Marktwirtschaft heißt nicht das ungebremste freie Spiel der Marktkräfte, sondern soziale Marktwirtschaft hieß immer, dass der Markt Regeln gegeben werden und dass es eine politische Aufgabe ist, Rahmenbedingungen festzugeben, die den sozialen Ausgleich und nicht das freie Spiel der Marktkräfte gewährleisten. Und genau das tun wir mit diesem Mietendeckel. Und ich will an dieser Stelle, ich weiß, Sie haben es nicht so mit dem Grundgesetz, aber an dieser Stelle lassen Sie mich noch mal das Grundgesetz zitieren. Meine Damen und Herren, im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und dass das Immobilieneigentum in Berlin immer weniger diesem Wohnen der Allgemeinheit dient, sondern der individuellen Profitmaximierung, der Profitmaximierung für Aktionäre und Couponschneider. Dieser Verfassungsgrundsatz muss wieder zur Geltung gebracht werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, beschließen wir heute den Mietendeckel. Und dass der Wohnungsmarkt aus den Fugen geraten ist, sieht man auch daran, dass das verfügbare Haushaltseinkommen, die ortsübliche Vergleichsmiete, die Neuvertragsmieten und die Immobilienpreise sich immer weiter auseinanderentwickeln. Da hilft auch ein Blick in den IBB-Wohnungsmarktbericht. Da wird man feststellen, dass von 2013 bis 2017 das verfügbare Haushaltseinkommen um 8,3% gestiegen ist, die ortsübliche Vergleichsmiete um 15,3%, fast um das Doppelte, die Angebotsmieten um 24,5% und die Immobilienpreise um 50%. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine sozial extrem bedenkliche Entwicklung, sondern das ist auch eine wirtschaftlich hochgefährliche Entwicklung. Denn was bedeutet diese Entkopplung von Einkommen, von Mietpreisen und von Immobilienpreisen?
Das heißt, dass hohe, überhöhte Immobilienpreise über die Miete refinanziert werden müssen. Wenn aber das verfügbare Haushaltseinkommen deutlich hinter der Steigerung der Mietpreise und der Immobilienpreise zurückbleibt und diese Schere immer größer ist, wird irgendwann diese spekulative Entwicklung nicht mehr finanzierbar sein. Das ist hochgefährlich, weil das ist nichts anderes als ein Zeichen für Immobilienspekulation und eine Immobilienblase. Und nicht von ungefähr, meine Damen und Herren, hat der Finanzmarktstabilitätsbericht der Deutschen Bundesbank seit Jahren darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung auf den Immobilienmärkten, insbesondere in den Metropolen, hochgefährlich ist und dass eine Überbewertung der Immobilienpreise in den Metropolen von 30% vorliegt. Das Empirica-Forschungsinstitut sagt sogar in Berlin, beträgt die Überbewertung 37%. Und das ist eine Entwicklung, der wir Einhalt gebieten müssen. Die Spekulation muss gebremst werden und es muss das klare Signal geben, es kann keine grenzenlose Mietpreissteigerung geben, es kann keine grenzenlose Verwertung geben und deshalb werden wir den Mietendeckel beschließen, meine Damen und Herren. Und jetzt gibt es die Horrorszenarien. Die Horrorszenarien, die in der Kampagne der letzten Wochen und Monate an die Wand gemalt worden sind, wir würden die Immobilieneigentümer massenhaft in den Ruin treiben. Zunächst findet ja ein Einfrieren der Bestandsmieten statt. Wer will mir sagen, dass die Bestandsmieten gegenwärtig nicht auskömmlich sind? Ich glaube, das ist eine absurde Idee. Nach 9 Monaten treten die Mietobergrenzen in Kraft, die sich orientieren am Mietspiegel 2013 plus nochmal mit einer Indexierung. Und auch der Mietspiegel 2013 war ein Mietspiegel, der, sage ich mal, wo die Mietpreise nicht ins Bodenlose gesunken waren, sondern durchaus auskömmliche Mietpreise genommen worden sind. Und eine Absenkung tritt überhaupt erst in Kraft, wenn die Mietobergrenze um 20% überhöht ist. Also insofern lassen Sie Ihre Horrorszenarien stecken. Und für Härtefälle, und das macht durchaus sein, dass Menschen zu überhöhten Preisen ihre Immobilie gekauft haben und dann mit hohen Mieten kalkuliert haben, dass da in der einen oder anderen Fall wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten. Aber dafür haben wir die Härtefallregelung. Und ich sage an dieser Stelle auch, da möchte ich gerne noch mal das Bundesverfassungsgericht zitieren. Das sagt in seiner Entscheidung zum Mietpreisbremse, zitiere, auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts müssen Vermieter aber mit bis künftigen Gesetzesänderungen rechnen und können nicht auf den Fortbestand eines ihnen günstigen Rechtslage vertrauen und ihr Vertrauen mit der Wohnung höchstmögliche Mietankünfte erzielen zu können, wird durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes nicht gedeckt. Meine Damen und Herren, so viel dazu. Und jetzt hat sich die CDU zur Untermauerung ihrer Horrorszenarien ein Gutachten schreiben lassen vom Institut der Wirtschaft aus Köln. Dieses gleiche Institut hat zum Thema der Mietpreisbremse, verabschiedet von der Koalition aus CDU und SPD, ebenfalls Stellungnahmen abgegeben. Und dort kann man nachlesen, genau die gleichen Horrorszenarien, die Sie für den Mietendeckel vorschlagen. Die Mietpreisbremse sollte zum Erliegen der Neubautätigkeit führen, zum Einbruch der Investitionen und alles Mögliche. Nichts davon ist passiert. Das gleiche Institut hat übrigens auch bei der Einführung des Mindestlohns den Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen prognostiziert. Nichts davon ist zitiert. Nichtsdestotrotz habe ich mir mit begrenztem Vergnügen die Mühe gemacht, dieses Gutachten mal zu lesen. Und deshalb möchte ich gerne 2 Punkte aus diesem Gutachten zum Besten geben. Das Gutachten sagt, ich zitiere, mit dem Mietendeckel verlieren die Mietpreise ihre Allokationsfunktion. Da fragt man sich, was heißt das? Wenn man weiter liest in diesem Gutachten, wird das erläutert.
Das heißt nämlich, es wird ein Preissignal ausgesendet durch hohe Mieten, das den Menschen mitteilt, ihr könnt in bestimmten Bereichen in der Stadt die Miete nicht leisten. Deshalb ist es sinnvoll, seht euch um in der Peripherie oder im Speckgürtel in Brandenburg. Das ist die Allokationsfunktion, die hier aufrechterhalten werden soll. Und ich sage, nein, meine Damen und Herren, das ist nicht das, was wir wollen, dieses Preissignal an die Menschen. Ihr habt in dieser Stadt keinen Platz, das wollen wir nicht. Wir wollen eine soziale Mischung innerhalb dieser Stadt. Wir wollen keine Banlieues, wohin die Menschen verdrängt werden, sondern wir wollen, dass alle Menschen in dieser Stadt einen Platz haben. Wir wollen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, eine erschwingliche Miete zu bekommen. Und wir wollen eine soziale Mischung, in der die Tochter der Alleinerziehenden zusammen mit der Tochter des Professors oder eines Geschäftsführers oder eines Investmentsbankers im gleichen Stadtquartier und in der gleichen Schule leben kann. Das ist die Perspektive, die wir für diese Stadt haben und nicht die Entmischung und die Segregation, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, und an dieser Stelle sage ich auch noch mal, auch das Bundesverfassungsgericht will diese so schön genannte Allokationsfunktion nicht. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt in seinem Urteil zur Mietpreisbremse, ich zitiere, es liegt im öffentlichen Interesse der Verdrängung weniger leistungsfähiger Gruppen entgegenzuwirken. Und genau das, meine Damen und Herren, machen wir mit diesem Mietendeckel. Und dann sagt dieses Gutachten auch noch, naja, mit diesem Mietendeckel würde sich die Nachfrage nach Wohnungen erhöhen, weil sich das jetzt alle möglichen Leute leisten können. Und dann würden die Mieter sich diejenigen mit den höheren Einkommen und der besten Bonität aussuchen. Da frage ich mich, wo leben Sie denn? Wo leben Sie denn? Als ob die Mieter heute nicht gucken, wer leistungsfähig ist. Aber heute haben die Menschen überhaupt keine Möglichkeit, mit geringem oder durchschnittlichem Einkommen sich für bestimmte Wohnungen zu bewerben. Mit dem Mietendeckel haben sie wenigstens eine Chance. Und diese Chance wollen wir Ihnen eröffnen, meine Damen und Herren. Und jetzt heißt es, die Investitionssicherheit wird gefährdet und der Neubau wird in Gefahr gebracht. Jetzt sehen wir uns noch mal an, über welche Investitionen reden wir in Berlin. Weil, wenn über Investitionen geredet wird, muss man auch mal unterscheiden. Gegenwärtig findet auf dem Berliner Immobilienmarkt vor allen Dingen ein reges Karussell von Verkauf und Kauf von Immobilien aus dem Bestand statt, mit der Zielsetzung, bei jedem Kauf und Verkauf eine höhere Rendite zu erzielen, mit der Spekulation auf einen höheren Mietpreis. Wenn Sie sich mal die Zahlen ansehen, 2009 bis 2018 gab es 139 Milliarden an Immobilienverkäufen in dieser Stadt und 16 Milliarden Investitionen in Neubau. Wir wollen dieses Verhältnis ändern. Wir wollen neue Rahmenbedingungen setzen, wo wir sagen, Neubau ist rentabel, Neubau wird gewünscht in dieser Stadt. Aber wir wollen dieses Mietkarussell, wir wollen die Spekulation auf Kauf und Verkauf und mit der Spekulation auf immer höhere Mieten. Das wollen wir beenden, meine Damen und Herren. Und das ist das Geschäftsmodell, das wir wollen. Und deshalb sagen wir, Neubau ist explizit ausgenommen. Meine Damen und Herren, mir ist auch klar, dass jede Regulierung in Märkten dazu führt, dass es Veränderungen gibt, dass sich die Akteure anpassen, dass es auch Ausweichreaktionen gibt. Es kann durchaus sein, dass jetzt verstärkt versucht wird, in Eigentumswohnungen, weil die nicht reguliert sind, zu investieren. Und dann sage ich an dieser Stelle, ja, darauf muss man intensiv achten und dann muss man auch die Umwandlung in Eigentumswohnungen entsprechend erschweren und regulieren. Wir haben dazu auch die rechtlichen Instrumente, die müssen genutzt werden. Ja, es geht darum, dass kein Mietraum vernichtet wird durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen und dafür steht diese Koalition auch, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, ich weise auch darauf hin, wenn das verfügbare Einkommen den Menschen in der Tasche bleibt und nicht in die Miete fließen muss, dann stärkt das auch die Kaufkraft in dieser Stadt. Und das ist wirtschaftlich positiv. Meine Damen und Herren, diese Koalition will
dass Berlin ein lebenswerter Ort bleibt, und zwar für alle, dass diese Stadt nicht Objekt der Kapitalverwertung und der Spekulation wird. Wir wollen keine Banlieues und wir wollen, um ein Wort der Kanzlerin abgewandelt aufzugreifen, wir wollen keine marktkonforme Stadt, sondern wir wollen eine Stadt, in der die Menschen gut und gerne leben und arbeiten können. Meine Damen und Herren, dafür steht diese Koalition. Dafür beschließen wir heute den Mietendeckel. Meine Damen und Herren, das war meine letzte Rede in diesem Haus. Ich weiß, einige freut es. Möchte ich sagen, macht es gut und geht pfleglich mit dieser Koalition um, weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch in der Ära nach Merkel im Bund nur ein Zusammengehen von Sozialdemokraten, Grünen und Linken eine sozialökologische Reformpolitik ermöglicht. Und meine Damen und Herren, der Opposition, der demokratischen Opposition in diesem Haus möchte ich sagen, macht weiter so, dann besteht keine Gefahr. Und dem anderen Teil der Opposition habe ich nichts zu sagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Kollege Wolf, gestatten Sie mir zwei Anmerkungen. Erstens, auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die geleistete Arbeit hier im Parlament. Ich habe Sie an den unterschiedlichen Rollen erlebt, auch als Senatsmitglied, als Mitglied der Opposition, gemeinsam in der Koalition. Dafür herzlichen Dank. Zweitens will ich ein Geheimnis verraten. Ich glaube, es sind nur noch ganz wenige dabei, die damals mal vor vielen, vielen Jahren eine legendäre Hauptausschussreise nach Brüssel mitgemacht haben. Und jetzt kann man sagen, Harald Wolf kann auch humorvoll sein und kann auch fröhlich sein. Und wenn Sie damit auch sehr sparsam umgegangen sind, wollte ich es denn doch gesagt haben. Herzlichen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat der Kollege Schneider das Wort. Meine Damen und Herren, liebe Abgeordnete der Koalition, die hier angemessen und würdig mit diesem Vorgang umgeht, Herr Kollege Wolf, ich nehme Ihre Rede zum Anlass, Ihnen im Namen der SPD-Fraktion zu sagen, Sie haben uns zu Recht und mit dem richtigen Maß nicht geschont. Sie sind in Ihren verschiedenen Funktionen in diesem Parlament hochgradig analytisch vorgegangen. Sie waren ein Diskutant, der hohe Anerkennung in der SPD-Fraktion genießt. Ihr Wort hat Gewicht. So wie bei Kollegen Messer vor einigen Jahren, sage ich im Namen der SPD-Fraktion, Sie haben sich um den Parlamentarismus, um die Demokratie, Sie haben sich um Berlin verdient gemacht. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Drecker das Wort. Bitte schön. Herr Wanzner, dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Wolf, ich darf Ihnen im Namen der CDU-Fraktion zunächst einmal persönlich alles Gute für Ihre Zukunft wünschen und ich
hoffe, dass Sie in Hamburg auf Verhältnisse stoßen, die Sie hier in Berlin vermissen. Ich bin sogar sicher, insbesondere was das Thema Wohnungsbau betrifft, weil es dort gelingt, Wohnungsbau zu initiieren, ohne dirigistische Eingriffe in den Markt. Und vielleicht werden Sie es dort ja erkennen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen aus SPD, Linke und Grüne, seitdem Sie regieren, geht die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Berlin zurück. Es fehlen jetzt schon viele Wohnungen. Deshalb steigen die Mieten. Sozial ist daher, was mehr Wohnungen schafft. Ihr sogenanntes Mietendeckelgesetz aber deckelt nicht die Mieten, sondern es deckelt den Wohnungsbau. Daher muss diese unsoziale Wohnungsbaubremse gestoppt werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren von SPD, Linke und Grüne, durch Ihre unsoziale Wohnungsbaubremse verlieren die Schwachen in unserer Gesellschaft. Das sind zuallererst die vielen Wohnungssuchenden, die bezahlbaren Wohnungsraum suchen, aber nicht finden. Das sind junge Menschen, die eine Familie gründen wollen und eine Wohnung suchen. Das sind Menschen, die in die Nähe ihrer Arbeit ziehen müssen. Das sind Alleinerziehende, die nach einer Trennung eine eigene Wohnung brauchen. Das sind Studenten, die eine Studentenwohnung finden möchten. Und das sind alte und kranke Menschen, die eine barrierefreie Wohnung suchen. Sie alle bleiben auf der Strecke. Und warum? Weil sie alles daran setzen, um Bauwillige zu entmutigen, in Berlin in Wohnungsbau zu investieren. Das ist unsozial und unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und das besonders Traurige daran ist, die bauwilligen Investoren, die können in andere Städte ziehen zum Investieren. Die sind mobil und unabhängig. Aber die Berliner, die Menschen, die ihnen anvertraut sind, die hier in Berlin eine bezahlbare Wohnung suchen, die können nicht so einfach ihre Wohnungsbaubremse entkommen. Die sind an Berlin gebunden und die lassen Sie jetzt hängen, meine Damen und Herren. Und was ist mit den einkommensschwachen Mietern, die zu schützen Sie vorgeben? Wer profitiert denn von den Mietobergrenzen? Die einkommensschwachen Mieter in günstigen Wohnungen? Doch wohl kaum. Sondern es profitieren die einkommensstarken Mieter in den Luxuswohnungen. Die sollen nach ihrem Willen ihre Mieten halbieren können und sogar mehr. Um also zu verhindern, dass Reiche für Luxuswohnungen eine angemessene Miete zahlen, nehmen Sie den Baugenossenschaften und anderen die Möglichkeit, neue bezahlbare Wohnungen zu bauen, auch Sozialwohnungen zu bauen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren von der Linkskoalition, einen derartigen Unsinn kann man sich nur ausdenken, wenn man jeglichen Realitätsbezug verloren hat, wenn man noch nie im Berufsalltag gestanden hat. Ich fordere Sie auf, verlassen Sie endlich die Parallelwelten Ihrer lebensfremden Parteizirkel und nehmen Sie diese Wohnungsbaubremse zurück, meine Damen und Herren. Wissen Sie eigentlich, was passiert, wenn eine hohe Wohnungsnachfrage auf ein künstlich niedriges Wohnungsangebot trifft? Wem eigentlich, glauben Sie, werden die wenigen Wohnungen vermietet, wenn 50 oder mehr Wohnungsinteressenten auf eine Wohnung kommen? Glauben Sie, dass diese Wohnungen an die einkommensschwachen Wohnungsbewerber gehen? Wenn Sie das glauben, liefern Sie einen weiteren Beweis Ihres Realitätsverlustes. Jeder Vermieter, den Sie mit Ihrer Wohnungsbaubremse verunsichern, wird sich natürlich für den zahlungsfähigeren Mietinteressenten entscheiden. Die Einkommensschwachen aber bleiben auf der Strecke. Und ich möchte gar nicht darüber spekulieren, ob und in welcher Höhe
Sonderzahlungen verlangt werden könnten, um den Zuschlag für eine der wenigen Wohnungen zu erhalten. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass es nicht die Schwächsten der Gesellschaft sind, die zum Zuge kommen werden. Das ist unsozial und daher muss Ihre Wohnungsbaubremse gestoppt werden, meine Damen und Herren. Ein weiteres kommt hinzu. Mit Ihrem angeblichen Mietendeckel zerschlagen Sie das wirksamste Instrument des Mieterschutzes. Ein Instrument, das seit Jahren allseits akzeptiert ist, für Rechtsfrieden sorgt und Mietpreissteigerungen wirksam begrenzt. Und das ist der Mietspiegel. Der ist ein wirkungsvoller Bewertungsmaßstab zur Begrenzung von Mieterhöhungen. Sie selbst haben ihn in dem vergangenen Jahr fortgeschrieben. Aber durch den sogenannten Mietendeckel wird dieser Mietspiegel irrelevant. Sobald Ihr sogenannter Mietendeckel außer Kraft tritt, sofern er überhaupt jemals wirksam in Kraft treten sollte, existiert kein anwendbarer Mietspiegel mehr. Und das eröffnet weitergehenden Mieterhöhungen Tür und Tor, meine Damen und Herren. Und das ist mieterfeindlich und unsozial, meine Damen und Herren. Aus Sicht der Mieter haben Sie bereits eines Ihrer zentralen Versprechen gebrochen. Bislang wollten Sie die Verwaltung, insbesondere die Bezirksämter, bevollmächtigen, den Mietendeckel hoheitlich durchzusetzen. Nunmehr wälzen Sie entgegen Ihren bisherigen Versprechungen die gesamten Klagerisiken auf die Mieter ab. Auf eine Absenkung der Miete können nur jene hoffen, die ihre Vermieter selbst vor den Kadi ziehen. Die Mieter also sollen das Kostenrisiko eines Gerichtsverfahrens tragen und werden damit alleine gelassen. Meine Damen und Herren, Sie werden noch vor Beschlussfassung Ihren eigenen Ansprüchen an den Mieterschutz nicht gerecht, die Sie lauthals und in nicht zu übertreffendem Populismus zu Markte getragen haben. Ihre Glaubwürdigkeit ist jetzt schon dahin, meine Damen und Herren. Und es wird nicht bei diesem einen Wortbruch bleiben, denn Ihr sogenanntes Mietendeckelgesetz, meine Damen und Herren von der Koalition, wird der Überprüfung durch das Verfassungsgericht nicht standhalten. Wie bitter wird das für die Mieter sein, denen Sie abverlangen wollen, Ihr Erspartes einzusetzen, um massenhaft und über Jahre hinweg gegen Ihre Vermieter zu klagen und dabei Ihr Verhältnis zu Ihren Vermietern zu ruinieren. Am Ende werden die Mieter Mietnachforderungen ausgesetzt sein, weil das Mietendeckelgesetz bereits mangels Gesetzgebungskompetenz des Landes verfassungswidrig ist. Dann spätestens wird allen in Berlin klar sein, dass sie ihr gesamtes Versprechen eines Mietendeckels gebrochen haben. Dann werden sie sich dafür zu verantworten haben, dass sie heute trotz aller Warnungen ein verfassungswidriges Gesetz auf den Weg gebracht haben, dass sie die Niederlage der Mieter vor Gericht sehenden Auges in Kauf genommen haben und dass sie die von ihnen erweckten Erwartungen, Hoffnungen vieler Mieterinnen und Mieter in den Mietendeckel enttäuscht haben. Dann werden sie zur Verantwortung gebracht, genommen, und zwar für ihr Programm zur Förderung von Politikverdrossenheit. Und das ist schlimm für unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, den ich jetzt gerade nicht sehe, erstaunlicherweise, durch Ihre gestrige Entscheidung, der Berliner Landespolitik den Rücken zu kehren, können auch Sie sich nicht der politischen Verantwortung entziehen. Für enttäuschte Hoffnungen und für alles, was daraus folgt. Ich fordere Sie und Ihre Koalition auf, Ihre Wohnungsbaubremse in Gestalt des verfassungswidrigen Mietendeckelgesetzes nicht zu beschließen. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion lehnt die Spaltung unserer Stadt ab. Wir lehnen es ab, dass sich Mieter und Vermieter massenhaft über alle Instanzen und über Jahre gerichtlich streiten müssen. Das wäre Gift für unser Berlin. Daher werden wir eine Normenkontrollklage direkt zum Verfassungsgericht erheben, in der Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung, damit sich nicht die Mieter dieser Stadt zur Klage veranlasst sehen mit all den Risiken, die ich beschrieben habe. Wir wollen Rechtssicherheit statt Verunsicherung, meine Damen und Herren, auch für unsere Mieter. Lassen Sie uns darüber hinaus im Interesse der Mieter endlich alles tun, um den Wohnungsbau zu fördern.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es eingangs gesagt, sozial ist, was Wohnraum schafft. Berlin braucht eine Wohnungsbauoffensive. Die kann nicht gelingen, indem Sie Mieter und Vermieter in langjährige Klageverfahren vor die Gerichte schicken. Die kann nur gelingen, wenn wir gemeinsam alle Seiten an einen Tisch holen. Wohnungsbaugenossenschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften, private Wohnungsbauer, Mietervereine, Bauverwaltungen, um sie auf den Bau bezahlbarer Wohnungen zu verpflichten und ihnen mit vernünftigen Verwaltungsverfahren den Weg zu ebnen. Das ist der Weg, Herr Kollege Wolf, den das Bundesland Hamburg gegangen ist, und zwar mit Erfolg. Und das wäre auch der Weg, den wir hier in Berlin gehen müssen und den Sie leider ablehnen. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, lassen Sie uns diese Stadt nicht spalten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir zu mehr Wohnungsbau kommen, zu genügend Wohnungsbau. Warum sollte das in Berlin nicht gehen, wenn es in Hamburg und anderswo geht? Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Spranger das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, heute ist ein bedeutender Tag für Berlin. Der Mietendeckel kommt. Dieses Gesetz, das wir heute verabschieden, ist ein Erfolg dieser rot-rot-grünen Koalition und löst unser Versprechen für eine soziale Stadtpolitik ein. Unser Handeln kommt in dieser Stadt 3 Millionen Mieterinnen und Mieter zugute. Steigende Mieten werden nach einer Phase galoppierender Preise jetzt mit dem Mietendeckel angehalten. Und diese Pause, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist bitter nötig. Denn solange sich die CDU im Bund querstellt, muss Mieterschutz in den Bundesländern erkämpft werden. Genau das haben wir hier in Berlin getan. Der Mietendeckel ist eine direkte Reaktion auf das Nichthandeln der CDU-CSU im Bund. Und ich bin stolz darauf, dass wir den Weg zu diesem Gesetz freigemacht haben. Wir haben in unserem Gutachten im März 2019, also vor gerade mal 9 Monaten, gezeigt, dass wir als rot-rot-grüne Koalition überzeugt sind, dass es eine Landeskompetenz für einen Mietendeckel in Berlin geben wird. Und bei der Anhörung zum Mietendeckel im Stadtentwicklungsausschuss hat die Mehrheit, auch die Mehrheit der Anzuhörenden der Opposition, hören Sie bitte zu, Herr Dregger, denn Sie waren nicht dabei, juristisch ganz klar gesagt, grundsätzlich hat die Landeskompetenz Berlin und Sie stellen es nicht in Frage. Auch und deshalb, Herr Dregger, schämen Sie sich, dass Sie sich gegen die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt stellen, die froh sind, dass heute das verabschiedet wird. Und was Sie tatsächlich von den Mieterinnen und Mietern halten, haben Sie vorhin gerade bewiesen, als Sie bei der Rede von Herrn Wolf gelacht haben. Das denken Sie nämlich tatsächlich über die Mieterinnen und Mieter. Und ich freue mich, dass solche Ideen wie der Mietendeckel, die in der letzten Legislaturperiode unter Rot-Rot-Rot oder Rot-Schwarz nicht durchgesetzt werden konnten,
nun unter Rot-Rot-Grün in dieser Koalition umgesetzt wird. Das ist gut für Berlin und das ist gut für die Stadt, denn Berlin muss bezahlbar bleiben. Und nun, meine Herren von der CDU, ich habe es ja vorhin schon gesagt, naja, so viele Damen gibt es ja da nicht. Also, meine Herren und meine Damen von der CDU, Herr Dregge hat natürlich erwartungsgemäß den Weltuntergang in Aussicht gestellt, so wie Sie es auch hier schon gemacht haben beim Mindestlohn. Und ich muss Ihnen eins sagen, Sie haben das Wort christlich in Ihrem Namen. So christlich gehen Sie aber nicht mit den Mieterinnen und Mietern um, die Sie immer noch wählen. Und das ist gut so, dass Sie heute mal hier klar sich enttarnt haben, wie Sie tatsächlich mit den Mieterinnen und Mietern, die mehrheitlich für den Mietendeckel sind, umgehen wollen. Sie haben nicht einen Änderungsantrag gestellt. Nicht einen Änderungsantrag. Und das enttarnt Sie, verehrte Opposition, verehrte CDU. Sie sind nach wie vor der Meinung, dass ein Vermieter 15% Mieterhöhungen in 3 Jahren braucht, um leben zu können. Sie sind der Meinung, dass eine Modernisierungsumlage für immer auf die Mieten raufzuschlagen sei, auch wenn die Kosten längst eingefahren sind. Und Sie sind der Meinung, dass die Mietpreisbremse in seiner jetzigen Form ein ausreichender Mieterschutz wäre. Die steigenden Mietpreise der letzten Jahre sprechen aber eine andere Sprache, meine Damen und Herren. Eine, die Sie nicht zu verstehen scheinen. Der Markt regelt eben nicht alles. Vielleicht sollten Sie sich mal in Ruhe die Reden von Ludwig Erhard anhören, um zu verstehen, was soziale Marktwirtschaft tatsächlich meint. Kurzum, weil die CDU auf Bundesebene beim Mieterschutz versagt, haben wir in Berlin als rot-rot-grüne Koalition das Heft des Handelns in die Hand genommen und schaffen mit dem Mietendeckel endlich wirksamen Mieterschutz. Herr Dregge, Sie haben hier, Sie klagen doch und wollen klagen gegen den Mietendeckel. Und Sie stellen sich hier vorne hin und erklären etwas, was völlig falsch von Ihnen interpretiert wird. Sie können ja nicht mal richtig sagen, was der Mietenstopp für die Mieterinnen und Mieter bedeutet. Sie verdummen bewusst die Mieterinnen und Mieter und versuchen sie in eine Klagewelle reinzuschieben. Sie sind die Ursache und niemand anders. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum konkreten Gesetzesinhalt noch mal kommen. Denn auch wenn der Mietendeckel in der Öffentlichkeit einer der bestimmenden Themen ist und bleiben wird, auch in den nächsten Wochen, gibt es natürlich Fragen. Aber die darf man nicht so zur Verunsicherung beitragen, wie Sie das eben gemacht haben, Herr Dregge. Denn wir haben natürlich zeigt das, dass die Mieterinnen und Mieter zu den kostenlosen Mieterberatungen gehen. Dass die Mieterinnen und Mieter auch bei Anfragen jetzt schon das Bürgertelefon 115 wählen. Also, was wird jetzt genau passieren? Nachdem Herr Dregge so viel Unfug hier erzählt hat, will ich es dann doch noch mal machen. Der Mietendeckel besteht aus 2 Gesetzesteilen, die zeitlich nacheinander in Kraft treten werden. Als erstes kommt der Mietenstopp. Und 9 Monate später im 2. Schritt mögliche Mietabsenkungen. Und deshalb zuerst zum Mietenstopp. Mit Inkrafttreten des Gesetzes sind Mieterhöhungen nicht mehr erlaubt. Und zwar für alle Mieterinnen und Mieter. Die Mieten, die Sie jetzt zahlen, wird sich im Normalfall in den kommenden Jahren nicht erhöhen. Wer also eine Einzugsermächtigung für seine Miete hat, braucht nichts zu tun. Wenn Sie überweisen
wird der Betrag zukünftig nicht steigen. Und Sie werden keine Mieterhöhung mehr in Ihrem Briefkasten finden, wenn Sie sonst regelmäßig alle 2 Jahre Mieterhöhungen warten konnten. Nächster Punkt. Sie sollten in den kommenden 2 Monaten, verehrte Berlinerinnen und Berliner, Post von Ihrem Vermieter bekommen. Im Gesetz ist festgeschrieben, dass die Vermieter innerhalb von 2 Monaten nach Inkrafttreten Sie als Mieterin und Mieter über die Mietkriterien Ihrer Wohnung schriftlich oder elektronisch informieren müssen. Das genau steht drin. In diesem Brief sollte die Wohnlageneinstufung stehen, ebenso wie das Baualter und mögliche Kriterien für eine moderne Ausstattung. Damit kennen die Berlinerinnen und Berliner die gesetzlich zulässige Miete für ihre Wohnung. Wenn Sie trotzdem unsicher sind, dann gehen Sie zu Ihrem Bezirksamt und lassen dort entsprechend Ihre zulässige Mietendeckelmiete berechnen. Also das Bezirksamt in dem Bezirk, in dem Ihre Wohnung liegt. Dort erhalten Sie Auskunft über die zulässige Miete. Außerdem gibt es in allen Bezirken kostenlose Mieterberatung, die wir mit dem jetzigen Doppelhaushalt auch nochmal finanziell aufgestockt haben. Das haben Sie im Übrigen als Opposition komplett abgelehnt. Aber wir wissen es ja schon, Sie sind gegen die Mieterinnen und Mieter. Kommen wir zum zweiten Teil, den überhöhten Mieten. 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes können Sie Ihrem Vermieter auffordern, eine höhere als die zulässige Miete nicht mehr zu verlangen. Der BBU, und jetzt hören Sie zu, der BBU hat seine Mitglieder gerade erst selbst den Rat gegeben, unaufgefordert die Mieten rechtzeitig vor Inkrafttreten des Gesetzes auf die zulässige Miete zu senken. Hier zeigt sich die Kraft eines Verbotsgesetzes in Verbindung mit einer möglichen Ordnungswidrigkeit. Dieses Verbot haben wir ja mit dem heutigen Änderungsantrag zum Gesetz bewusst eingebracht und bei dieser Frage juristisch nachjustiert. Ein Verbotsgesetz, das zeigt sich auch bei der Ankündigung des BBU, ist eben gerade nicht weniger Mieterschutz, sondern mehr Mieterschutz. Und Sie merken schon am BBU, dass es Wirkung zeigt. Natürlich kann man hier bei so einer Rede nicht auf alle möglichen Einzelfälle eingehen, aber das Land Berlin richtet ein hilfreiches Mietendeckel-Telefon ein. Dieses wird allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen und dort werden dann die Anfragen entsprechend auch möglich sein und dann auch hilfreich für die Mieterinnen und Mieter. Und mir ist es auch wichtig, dass dieses Mietendeckel-Telefon nicht nur ein Mietertelefon wird, sondern auch Fragen der vielen Kleinvermieter Antwort parat hat. Weil wir auch in der letzten Zeit viele kleine Vermieter haben, die fragen, ich möchte ordentlich mit meinen Mieterinnen und Mietern umgehen, was muss ich tun? Deshalb auch das Mietertelefon für Vermieter. Denn mir ist sehr bewusst, es gibt nicht nur Fragen auf Mieterseite, sondern auch auf Vermieterseite. Vermutlich weniger bei den großen börsenorientierten Unternehmen, von denen Sie ja schon gespickt worden sind als Opposition, aber sehr wohl bei den inhabergeführten Unternehmen, den Einzelbesitzern und bei den Genossenschaften. Hier muss das Mietendeckel-Telefon auch Informationen bieten. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Drecker, machen Sie Ihre Hausaufgaben erstmal bei sich im Bezirk, denn Sie haben hier gesagt, dass Baugenehmigungen rückgängig sind. Das Schlusslicht ist Ihr eigener Bezirk, ist Reinickendorf. Deshalb machen Sie erstmal Ihre Hausaufgaben, ehe Sie hier eine komplette Verunsicherung für die Mieterinnen und Mieter in Ihrer Rede machen. Und deshalb wollen wir heute etwas
für Mieterinnen und Mieter tun. Und das ist genau der richtige Schritt. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Scholtisek von der AfD zulassen. Nein, lasse ich nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe am Anfang gesagt, es ist ein guter Tag für Berlin. Es ist ein guter Tag für die bezahlbare Stadt Berlin. Der Mietenstopp wird alle Mieterinnen und Mieter betreffen. Das war das Ziel der rot-rot-grünen Koalition. Das verabschieden wir heute. Und deshalb bedanke ich mich und würde zum Abschluss ganz gerne noch ein persönliches Wort an Harald Wolff richten wollen. Mein Kollege Thorsten Schneider hat es bereits getan. Harald, du bist uns ein sehr geschätzter Kollege gewesen in deinen Funktionen. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir haben viele, auch in anderer Position, nicht nur als Abgeordnete, viele gute Sachen für Berlin gemacht. Dafür möchte ich dir persönlich auch noch mal danken. Und die SPD-Fraktion hat dir schon gedankt. Aber das war mir wichtig, nach dem Auftritt dieser Opposition, dir persönlich auch noch mal Danke zu sagen. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Latsch das Wort. Herr Wolff, unabhängig davon, wie Sie über meine Partei herziehen, wünsche ich Ihnen auch für die Zukunft alles Gute. Zu Ihrer Bemerkung, es darf keine Gewinnmaximierung, so drücke ich es mal aus, auf Kosten der Mieter geben, sage ich Ihnen, das stimmt. Aber wenn das doch so profitabel ist, in Berlin zu vermieten, sagen Sie mal, warum bauen Sie denn da nicht? Warum gibt es denn niemanden in Ihrer Fraktion, der angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellt? Warum gibt es stattdessen bei Ihnen eine Diese-EG, die vor der Pleite steht, weil sie mit Wohnraum spekuliert? Das sind Fragen, die Sie zu beantworten haben, Herr Wolff. Herr Dregger hat jetzt entdeckt, dass Sozial ist, was Wohnraum schafft, habe ich der Frau Spranger vor 2 Jahren schon gesagt. Können Sie sich erinnern, Frau Spranger? Also, Frau Spranger hat uns... Alter Hut hier, Herr Dregger. Müssen Sie mal modernisieren, nicht immer alles ablesen. Also, und was die Spenden betrifft, ja, die Spenden aus der Bauindustrie, Frau Spranger, gucken Sie doch mal in Ihre Bücher. Nicht in unsere. Sie können gerne in unsere gucken, da finden Sie keine, aber bei Ihnen werden Sie welche finden. Ich höre Ihnen nachher zu, ja? Stellen Sie eine Zwischenfrage, dann ist das einfacher. Also, und wenn es jetzt darum geht, die Frage zu stellen, die Sie noch zu beantworten haben, Frau Spranger, wieso ist eigentlich der öffentliche Wohnungsbau von Ihrem Mietpreisdeckel ausgenommen? Also das, was Sie selber machen, nehmen Sie raus, oder wie? Da ist doch was faul, oder? So, und jetzt kommen wir mal zur Rechtslage, ne? Der Artikel 72 Absatz 1 beschreibt glasklar, was hier gerade falsch läuft. Das Land hat keine Regelungskompetenz, wenn der Bund seine Regelungskompetenz wahrgenommen hat. Sie bezeichnen das als Neuland, was Sie betreten. Neuland ist alles, was außerhalb des Rechtsstaates ist, meine Damen und Herren. Und das ist ja hier ein gewohnter Zustand in Berlin. Wenn ich mir angucke, dass der Senator Geisel Polizisten mit Steinen bewerfen lässt und nichts Nennenswertes dagegen unternimmt, dass die Polizisten sich sogar eine Erlaubnis holen müssen, um das Haus zu betreten, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Im Moment gerade nicht. Danke, Herr Vorsitzender. Wenn ich mir angucke, dass der Justizsenator den Steinewerfern anschließend die Daten der Anzeigenden zur Verfügung stellt, damit die überfallen werden können, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Wenn ich mir anschaue, dass die Sozialsenatorin der Exekutive den Zugang zu Asylheimen verwehren will, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Und wenn die Bausenatorin die Politik der interventionistischen Linken, die 1a im Verfassungsschutzbericht des Bundes, wohlgemerkt, nicht hier in Berlin, das ist ja linksradikal bis zum Anschlag. 1a, der im Verfassungsschutz beschriebene interventionistische linke Politik umsetzt, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich hier befinde.
Und damit Sie wieder Orientierung in unserem Rechtsstaat finden, also in das für Sie Neuland Rechtsstaat, sage ich Ihnen, wo Sie das finden. Außerhalb des Artikels 72.1, die nächste Regelung finden Sie im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 556d. Und da steht drin, was man machen muss, wenn in bestimmten Gebieten überproportional die Mieten steigen. Und zwar haben Sie dann 5 Jahre Zeit, aber höchstens 5 Jahre steht da. Sie legen das ja schon wieder so aus, wir tun 5 Jahre nichts. Und wenn wir 5 Jahre nichts getan haben, dann ist der Zustand noch immer der gleiche. Und dann brauchen wir natürlich weitere 5 Jahre. Das ist so nicht gemeint, meine Herrschaften. Was liegt, das liegt. Also, wörtlich steht im Gesetz, es müssen klar die Maßnahmen beschrieben werden, die ergriffen werden. So, und dann haben wir ja hier in Berlin zusätzlich noch die Zange des Paragraphen 172 im Baugesetzbuch, den Milieuschutz. Den haben Sie ja mittlerweile erkannt und überziehen die komplette Stadt damit. Was für eine asoziale Wirtschafts- und Arbeitnehmerpolitik betreiben Sie eigentlich, dass weite Teile dieser Stadt und dieser Bevölkerung unter besonderen Schutz gestellt werden müssen? Das ist doch ein Armutszeugnis für Ihre sozialistische Politik. Dass die Menschen hier nicht ausreichende Einkommen haben, um ihre Mieten bezahlen zu können. Was kommt denn jetzt auf die Mieter zu, nachdem sie sich als Retter dargestellt haben? Die Mieter müssen selbst aktiv werden. Sie müssen praktisch der Miete des, ihres Vermieters widersprechen und müssen dann die Miete zurückhalten. Und das müssen Sie natürlich, nee, Sie haben das Recht nicht verstanden, das habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Und Sie haben doch mit Rechtsstaat nichts zu tun, klären Sie mich doch bitte nicht über Rechtsstaat auf. Bitte schön, ja. Nachdem Sie sich als Retter inszeniert haben, muss jetzt der Mieter aktiv werden und aktiv die Miete kürzen. Das heißt aber nicht, er kann einfach die Miete kürzen und dann mal gucken, was er mit dem Geld macht. Weil während er in Zukunft seinen Vermieter ihn verklagen wird auf Einhaltung des Vertrages. Sie verstehen es nicht, Herr. Sie sind überfordert mit Rechtsstaat. Ich sag's doch immer wieder. Stören Sie einfach nicht länger. So. Wenn also der Vermieter dann seinen Mieter verklagt, damit er weiter die Miete nach Vertrag gibt, können Sie mal für Ruhe sorgen, der stört hier meinen Vortrag mit seinem Geschrei. Also, wenn der Vermieter dem Mieter verklagt, nein, es ist immer noch in die gleiche Richtung, damit er seine Miete bekommt, dann... So, ich bitte jetzt wieder ein bisschen um mehr Ruhe, damit wir den Ausführungen auch folgen können. Also ich bitte auch die Zeit da oben wieder draufzuschlagen, weil ich werde hier massiv gestört in meinem Vortrag und das... Weil niemand versteht natürlich hier in diesem Raum den Sachverhalt und schon gar nicht die Menschen, die das in Zukunft betrifft, die nämlich von ihrem Gesetz betroffen sind, mein Lieber. Die verstehen das nicht und das wollen sie auch. Sie wollen nicht, dass die Menschen da draußen versteht, was für einen Unsinn sie hier veranstalten und dass sie ein Gesetz für Reiche schaffen, für Reiche. Ja, das ist der Haken an der Sache. Weil die 300 Leute, die da in der Schlange stehen, da stehen eine Menge Leute bei, die mehr bezahlen könnten, aber die stehen im Wettbewerb mit den gesenkten Mieten und die werden die Wohnungen bekommen. Und da sie nicht bauen wollen, davon lenken sie nämlich ab, dass sie nicht bauen wollen. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist, was sie hier veranstalten. Sie bauen nicht ausreichend, es steht nicht ausreichend Mietwohnungen im Markt zur Verfügung und das treibt die Preise, meine Herrschaften, zusätzlich mit ihrem ganzen Hokuspokus, den sie veranstalten. Und als Beispiel kann ich nur sagen, Blankenburger Süden, schauen Sie sich das mal an. Erst setzen Sie die Leute in Panik mit einer totalen Verdichtung, dann wollen Sie dann noch Enteignungen vornehmen und eine Straße haben Sie bis heute nicht mal angedacht, die in dieses Gebiet führt. Sie haben absolut nicht die Absicht, dort zu bauen. Das ist der Beweis dafür. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Sprüche kennen wir von euch Sozialisten doch schon lange. Der ganze sozialistische Block lebt doch von Falschflagg. Gucken Sie sich doch einfach mal die Wahlergebnisse von Erich Honecker an. Dann wissen Sie doch, mit was für einer Wahrheit man bei Ihnen zu rechnen hat. Fakt ist, dass der Mieter am Ende dasteht, ohne Ihre Hilfe, und zusehen muss, wie er sich gegen seinen Vermieter durchsetzt. Das heißt, sie zetteln einen Krieg an und ziehen sich dann ganz schnell zurück. Das ist das, was sie hier veranstalten.
Und jetzt schauen wir uns mal die Rahmenbedingungen an. Herr Wolf sprach ja vorhin von Rahmenbedingungen. Wer will Ihre Rahmenbedingungen regeln? Also, wir haben hier Milieuschutz in dieser Stadt. Wir haben hier eine ausufernde Bürgerbeteiligung, die nichts mehr mit Bürgerbeteiligung, sondern mit Bauverhinderung zu tun hat. Wir haben was mit Zweckentfremdungsgesetz zu tun. Wir haben was mit Mietendeckelgesetz zu tun, mit Wohnraumaufsichtsgesetz. Und wenn man das alles zusammenaddiert, da kommt man ganz einfach an einen Punkt raus. An der Absicht zu enteignen. Und dazu entmenschlichen Sie die Vermieter. Sie nennen sie Miethaie. Wobei diese Menschen, diese Vermieter, im Gegensatz zu Ihnen, 2 Millionen Wohnräume in dieser Stadt zur Verfügung stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Leute beschimpfen Sie. Die sorgen nämlich dafür, dass die Menschen immer noch im Durchschnitt für 6,72 Euro in ihren Wohnungen leben. Und daraus machen sie eine Hysterie. Die Einzigen, die mehr bezahlen müssen, die müssen deswegen mehr bezahlen, weil sie keine neuen Wohnungen schaffen. Das sind nämlich die Neuverträge. Die Wohnungen, die nicht auf dem Markt sind, die explodieren natürlich im Preis. Das ist ja logisch, ne? Also, die Menschen, die schon immer einen Mietvertrag haben und in ihrer Wohnung wohnen, schreien sie ja nicht so rum, die bleiben in ihrer Wohnung drin und zahlen auch nicht mehr. Und wenn Sie sich dann das BGB angeguckt hätten, da steht nämlich drin, dass die Mieterhöhung nach wie vor immer schon gedeckelt war. 15% in 3 Jahren und dann noch orientiert am Mietspiegel. Das alles zusammen begrenzt die Mieterhöhung ganz erheblich. Also in diesem Sinne, es gibt längst einen Mietendeckel, der ist nur an Vernunft geregelt. Und was Sie da machen, ist einfach nur verfassungswidrig und sonst gar nichts. Denn es ist doch völlig gleichgültig, wie hoch die Miete ist. Wenn 300 Leute vor einer Wohnung stehen, da bleiben 299 auf der Strecke, mein Lieber, da können Sie noch so schreien. Die bleiben auf der Strecke. So sieht es effektiv aus und die würden gerne vielleicht sogar 8 Euro bezahlen, ob sie kriegen eine Wohnung. Und da, dass sie das nicht bekommen, dafür sorgen Sie. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was treibt denn eigentlich die Kosten so beim Neubau? Wir sind ja hier das Höchststeuerland Deutschland. Ne? Wir haben ja weltweit mit Belgien zusammen die höchsten Steuern und jetzt mit ihrer neuen CO2-Steuer werden wir die wahrscheinlich noch übertrumpfen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Tatsache, dass sie den Leuten das Geld wegnehmen, verhindert, dass sie für ihr eigenes Dasein vorsorgen können. Sie können sich halt keine Wohnungen kaufen. Sie sorgen dafür, dass die nichts verdienen. Sie sorgen dafür, dass das, was sie nicht verdienen, auch noch besteuert wird. Und am Ende wollen sie sich dann mit einer billigen Wohnung auf Kosten eines Dritten versorgen. Das ist ihre sozialistische Politik, das totale Chaos. Sie wollen zurück in die DDR. So. Und wie kommt es denn jetzt, dass die Mieten so hoch sind? Das bin ich Ihnen ja noch schuldig. Ich sag's Ihnen. Die Mieten sind so hoch, weil sie sich vom Bauherrn die Kitas und die Schulen bezahlen lassen. Dass der Bauherr die Kitas und die Schulen bezahlt, das weiß doch der Mieter überhaupt nicht. Der denkt, mein Gott, können Sie mal das Geschrei abstellen, bitte, Herr Wieland. Das ist ja schrecklich, der brüllt mich hier die ganze Zeit an. Oh, wenn Sie eine Frage haben, Zwischenrufe sind erlaubt, das heißt, wissen Sie ja, und Ihre Fraktion ganz besonders. Ja, gut, natürlich, Herr Kollege, aber unentwegtes da reinschreien ist ja nicht mehr inzwischen. Ich weiß das ganz genau. Okay, also, Sie lassen sich vom Vermieter die Schulen und die Kitas bezahlen. Anschließend ist die Miete höher und Sie sagen, der böse Mieter, guck mal, was der für eine Miete nimmt. Das ist doch Ihre Trickserei, die Sie als Sozialisten drauf haben. Sie verstecken ganz viele Kosten. 810% Grundsteuer. Keine andere Stadt in Deutschland hat, glaube ich, so eine hohe Grundsteuer wie wir hier. 50 Euro liegen auf jeder Wohnung schon drauf, bevor der überhaupt eingezogen ist. Das ist Ihre Politik. Sie nehmen die Menschen aus wie eine Weihnachtsgans und zeigen anschließend auf dem Vermieter, der war's. Das ist Ihr Trick. Und es ist und bleibt, meine Herrschaften, Grundgesetz, wie Sie es hier machen. Und das wird wahrscheinlich, ja, danke schön, und das wird Ihnen wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht auch bescheinigen, auch wenn da auch nur Richter sitzen, die alle ein Parteibuch haben, wie wir alle wissen. Aber das wissen wir ja, ne? Sie wählen die ja aus, letzten Endes, meine Herrschaften. Also welches Ergebnis kann man erwarten? Das muss man auch einfach mal den Menschen klar machen, wie kommen die Richter da überhaupt hin? Das wissen ja auch die meisten nicht. So, und Sie schaffen hier in dieser Stadt eine Notstandshysterie. Sie schaffen hier eine Notstandshysterie und das nur, weil Sie das Bauen verhindern und weil Sie gegen private Investitionen wettern. Und damit treiben Sie das hoch. Und wir haben ja gelesen, im Verfassungsschutzbericht 2018 steht es ja glasklar drin,
Das ist die Politik der interventionistischen Linken: Chaos im Markt schaffen und anschließend behaupten, das Chaos im Markt ist von den Vermietern verursacht und deswegen müssen wir die enteignen. Das ist ihre Strategie und ich hoffe, dass Ihnen das Bundesverfassungsgericht aller Parteibücher zum Trotz da einen Strich durch die Rechnung macht. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Grünen hat jetzt Frau Abgeordnete Schmiedberger das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ob Frankreich, Holland, Spanien, Dänemark, Schweiz, Österreich oder Kanada. Seit Monaten erhalten wir viele interessierte Anfragen zum Mietendeckel. Auch der Bürgermeister von Dublin ist ein großer Fan. Endlich würde die Politik wieder mutig handeln. Er würde den Deckel sogar gerne kopieren für seine Bewohner in Dublin. Denn auch das kleine Einmaleins der Wirtschaftspolitik mache bezahlbare Mieten doch erforderlich für eine gesunde Kaufkraft. Das hat er Frau Kappeck, unserer Fraktionsvorsitzenden, vor ein paar Wochen erzählt. Ja, all die interessierten Politikerinnen und Politiker aus den besagten Ländern fragen uns nicht nach dem Mietendeckel, sehr geehrte Herren der Opposition, weil sie sagen, hey, wir haben die Broschüre Das Rote Berlin gelesen und jetzt finden wir den Sozialismus voll cool. Wir wollen auch DDR haben. Nein, jeder Politiker und jede Politikerin, die bzw. der sich ernsthaft mit steigenden Mieten auseinandersetzt, also einem zentralen Problem vieler Menschen in den Städten weltweit, der juckt hier nicht rum. Der redet nicht von Freibier, Sozialismus oder gar von Durchschnittsmieten, die nichts mit der gelebten Realität zu tun haben. Der behauptet nicht, dass alle Sozialwohnungen öffentlich sind, lieber Herr Latsch. Von den 100.000 Sozialwohnungen, die wir noch haben, sind gerade mal 40.000 in landeseigenem Besitz. Nein, für ein verantwortungsvoller Politiker, der erkennt an, dass die Politik hier entschieden für ihre Stadtgesellschaft kämpfen muss und es im Grundsatz doch darum geht, ob der Markt für die Menschen da ist oder die Menschen für den Markt da sind, meine Damen und Herren. Denn was bringt es einer Stadt, was bringt es Berlin, wenn hier viel Profit erwirtschaftet wird, die ganze Zeche aber die Berlinerinnen und Berliner zahlen und 80% davon auf internationale Konten wandert? Was bringt es bitte der Berliner Wirtschaft, wenn das Geld hier abgezogen wird, anstatt in unseren regionalen Wirtschaftskreislauf zurückzufließen? Nein, nicht die Cayman-Inseln brauchen unser Geld. Wir brauchen die Kaufkraft hier in Berlin, meine Damen und Herren. Übrigens, der Bürgermeister von Dublin ist Ihr Parteikollege, lieber Herr Chaya. An ihm sollten Sie sich mal ein Beispiel nehmen. Liberal muss nämlich nicht gleich neoliberal bedeuten. Auch Liberale dürfen sozial sein, meine Damen und Herren. Der Mietendeckel ist ein Beitrag dazu, den Wohnungsmarkt wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Der Mietendeckel hilft den Mieterinnen und Mietern, endlich wieder auf Augenhöhe mit den Vermietern zu gelangen und nicht als Vasallen jede Schikane, jede Quälerei hinnehmen zu müssen. Wer einen fairen Markt will, der muss auch faire Bedingungen schaffen. Und die Menschen einfach dem Markt auszuliefern, ist alles andere als fair. Das ist vor allem eine politische Bankrotterklärung und die überlassen wir hier gerne der Opposition, meine Damen und Herren. Wir stehen in der Pflicht zu handeln und das tun wir heute auch. Wir steuern seit 3 Jahren mit allen möglichen landespolitischen Instrumenten gegen und schöpfen sie mit voller Kraft aus. Ob Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz, Neubauprogramm, das Vorkaufsrecht, Milieuschutzgebiete und vieles mehr. Aber wir rennen doch immer noch fatalen Fehlentscheidungen hinterher. Fast 30 Jahre falsche Politik sind nicht in 3 Jahren zu beseitigen. Immer noch fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung, als neue entstehen. Und wir haben da zwar ordentlich nachgezogen im Vergleich zu Rot-Schwarz davor, ja, aber wir hängen immer noch hinterher. Und wir wollen den Wohnungsmarkt umbauen, und zwar in Richtung Wien. Und das ist weder verwerflich noch schlecht, das ist sozial. Und übrigens in Wien, da würde auch keiner schreien, dass die Wohnungspolitik doch Sozialismus ist. Nicht mal die FPÖ würde das tun. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Luther zustimmen. Nee, vielen Dank.
Und an dieser Stelle nochmal für alle, die das scheinbar immer noch nicht verstanden haben, lieber Herr Dregger, der Mietendeckel ist dafür da, den Bestand zu schützen. Der Neubau ist ausdrücklich ausgenommen und davon nicht betroffen. Also hören Sie endlich auf mit diesem Märchen, der Neubau würde unter dem Mietendeckel komplett abgeschöpft. Nein, nur bei den Genossenschaften lasse ich dieses Argument gelten. Die wirtschaften nämlich nicht renditeorientiert, die brauchen Rücklagen, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir brauchen doch auch Neubau, der richtig ist, nicht irgendwie nur Masse. Wir brauchen Neubau, der ökologisch und bezahlbar ist und vor allem auch für Menschen mit niedrigem Einkommen bezahlbar ist. Aber die nur Neubau und sonst nix Fetischisten hier im Raum, ja, müssen sich hier auch mal die Frage gefallen lassen, warum denn der Neubau größtenteils am Bedarf der Berlinerinnen und Berliner seit Jahren vorbeigeht. Nach Ihrer Theorie, also der Markt regelt Angebot und Nachfrage, wenn man ihn denn nur lässt, ja, müsste doch der Neubau in den letzten Jahren hier super geklappt haben. Aber das Gegenteil ist doch der Fall, meine Damen und Herren. Wo bitte ist die Mustermarktstadt, in der Angebot und Nachfrage so prima klappen, weil die doofe Politik sich nicht einmischt? Wo bitte soll das sein, liebe Opposition? Ich finde, Sie sollten mal lieber den betroffenen Menschen mehr zuhören. Eine Frau neulich zu mir an der Supermarktkasse meinte, sie hatte total Angst, ja, dass direkt nach der nächsten Mieterhöhung ihre Wohnung nicht mehr leisten kann. Sie hatte direkt bei Mietspiegel 2019 eine Mieterhöhung bekommen, die wirklich schon über 50% ihres Einkommens aufgefressen hat. Und wissen Sie, was sie mir gesagt hat? Sie hat gesagt, seit es den Mietendeckel gibt, hat sie wieder Hoffnung. Hat sie wieder Hoffnung darauf, dass sie bald mal in Ruhe wieder schlafen kann. Und das ist doch ein wichtiges Signal für die Berlinerinnen und Berliner. Dass es Vermieter und Wohnungsunternehmen gibt, die hier jahrelang alles rausholen an Rendite, was geht, ohne Rücksicht auf die Menschen. Und jedes Schlupfloch bis zum Äußersten nutzen, um Mieter aus Wohnungen zu klagen. Das ist nicht erst das Thema seit dem Mietendeckel oder gar eine Gefahr durch den Mietendeckel, wie Sie das hier immer suggerieren. Nein, diese Probleme skandalisieren die BZ und andere Zeitungen doch schon sehr lange. Und zwar zu Recht. Wie oft stand da, kranke alte Frau wird zwangsgeräumt oder Mieter verliert Wohnung trotz fehlendem Eigenbedarf oder Miete verdoppelt sich nach Luxusmodernisierung oder Alleinerziehende mit zwei Kindern sucht seit 3 Jahren eine Wohnung und ist obdachlos. Entschuldigung, und dann kommt immer die Frage, wann handelt die Politik, was macht der Senat? Und diese Frage an die Politik ist auch berechtigt, die ist zu Recht, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das sind doch Schlagzeilen, die erleben wir schon seit 2011. Ja? Und die betroffenen Menschen und auch wir Politiker, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Ja? Wir sind es leid, dass wir oft ohnmächtig zuschauen müssen oder Gesetze so krasse Lücken aufweisen, dass sie nur symbolisch wirken oder der Mieter sich nicht wehrt, weil er sonst das Risiko eingeht, seine Wohnung zu verlieren. Wir sind es leid, dass die Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat oder die Demokratie verlieren. Und deswegen handeln wir heute entschlossen und radikal, weil das gut ist für unsere Stadt. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie 2 Zwischenfragen zulassen. Nee, vielen Dank. Keine Zwischenfragen. Ja. Wir schützen die Menschen und geben ihnen endlich eine starke Stellung gegenüber BlackRock und Co. Wir senden heute ein starkes Signal an die Immobilienwirtschaft. Es ist jetzt Schluss mit der Spekulation von Wohnraum. Hier in Berlin wird das bald nicht mehr möglich sein. Und ja, ich gebe zu, mit diesem Gesetz gehen einige Unsicherheiten für die Mieterinnen und Mieter einher. Es wäre unredlich, so zu tun, als würden wir jetzt alle unbeschwert ins Mieterparadies schaukeln können. Das hätten wir gerne anders gehabt, ja. Wir betreten juristisches Neuland. Und das haben wir auch immer wieder betont. Und dieser Verantwortung sind wir uns auch bewusst und haben deshalb lange verschiedene Modelle des Mietendeckels abgewogen. Aber wie der Staats- und Verwaltungsrechtler Christian Pester-Lotzer ja treffend festgestellt hat, eine ungeklärte Rechtsfrage für das Land Berlin darf kein Grund sein, die Hände in den Schoß zu legen. Denn im Gegenteil, die Politik ist dazu da, um die Lebenssituation der Menschen zu verteidigen und zu verbessern. Und deshalb ist es unsere Pflicht, das Grundrecht auf Wohnen für die Berlinerinnen und Berliner wieder zu erkämpfen. Dieses Versprechen lösen wir heute ein. Ja, meine Damen und Herren, die letzten Monate waren nicht einfach für uns als Koalition. Wir haben zwar gut zusammengehalten am Schluss, aber wir haben auch viele und lange gestritten. Wir haben viele Nächte uns um die Ohren geschlagen und gerungen um den richtigen Weg. Ja, und vor allem in den letzten Wochen haben wir noch eine Reihe an Änderungen in das Gesetz eingearbeitet. Ja, das tat auch an der einen oder anderen Stelle weh, zum Beispiel der Umgang mit den Gemeinwohlorientierten.
Und für Sie werden wir Grüne weiterhin kämpfen. Wir wollten und wollen auch die Genossenschaften aus dieser Regelung ausnehmen, denn sie waren und sind und bleiben wichtige Partnerinnen und Partner im Kampf um faire Mieten. Und dafür haben wir auch einen Ansatz entwickelt, der aber sehr komplex ist und durch den gegebenen Handlungsdruck in den letzten Monaten war es in der Kürze der Zeit einfach nicht möglich, einen rechtssicheren Weg zu finden. Es ist auch bedauerlich, dass Änderungen zu Neuvermietungen zulasten der Mieterinnen und Mieter vorgenommen wurden. Aber wir haben die Rechtssicherheit damit insgesamt im Gesetz erhöht. Das war zentral. Und übrigens, dass es ein Verbotsgesetz ist, macht es nicht mieterunfreundlicher. Nein, bei Vermieterinnen und Mieter, die keineswegs die Absicht haben, sich gesetzeskonform zu verhalten, wären die Mieterinnen und Mieter zu keiner Phase des Mietendeckels um eine Klage herumgekommen. Insgesamt haben wir wirklich viele Monate um den besten Weg gerungen und wir haben jetzt gemeinsam einen atmenden Mietendeckel gestaltet, der sozial fair und dank des neuen Doppelhaushalts auch umsetzbar ist. Und jetzt ist es an uns Rot-Rot-Grün, gemeinsam diese Atempause der Berlinerinnen und Berliner zu nutzen, das als Spielraum zu nutzen und das Gesetz vor allem jetzt auch gut umzusetzen. Ja, wir verabschieden heute das Gesetz, aber ich kann Ihnen allen versprechen, liebe Berlinerinnen und Berliner, wir werden weiterkämpfen. Wir werden kämpfen um eine gute Umsetzung. Wir werden so viel Personal zur Verfügung stellen, wie es geht. Wir werden die Bezirke unterstützen und die IBB unterstützen, das gut umzusetzen. Und vor allem werden wir auch ein neues Förderprogramm für die energetische Sanierung auflegen, das endlich mal diesen Konflikt zwischen Sozialen und Ökologie auflöst und dafür sorgt, dass wir auch eine sinnvolle, gute Energiewende im Gebäudebereich für Berlin hinbekommen. Und natürlich werden wir die Atempause auch für den bedarfsgerechten Neubau nutzen. Aber eben für einen Neubau, der nicht an den Bedürfnissen der Berlinerinnen und Berliner vorbeigeht, sondern an einem, den die Menschen auch brauchen. Und dazu brauchen wir schnelle und verlässliche Konzeptverfahren im Erbbaurecht, mehr serielles und modulares Bauen. Und wir müssen die Hürden für die Entwicklung der Stadtquartiere auch überwinden. Und vor allem müssen wir meiner Meinung nach das Ziel des Stadtentwicklungsplans Wohnen, das festschreibt, dass jede zweite Wohnung in Berlin im Neubau bis 2030 gemeinwohlorientiert entsteht, ja, sprich dauerhaft bezahlbar ist, das müssen wir in eine konkrete Planung gemeinsam packen. Und wir sorgen auch beim Mietendeckel für die Zukunft vor, für die Zeit nach dem Mietendeckel, denn mit Hilfe des Mietenkatasters, Mieten- oder Wohnkatasters, werden wir mögliche Mietpreissprünge nach der Zeit des Mietendeckels verhindern und auch die ortsübliche Vergleichsmiete durch die Sammlung der Mietpreise auch bilden können, sodass wir sogar eine größere Datenlage haben als mit dem Mietspiegel. Damit sind wir gut vorbereitet, um auch in fünf Jahren die Mieterhöhung einzuschränken. Und bevor die Opposition gleich wieder moppert, nach dem Bundesmietrecht sind Mietdatenbanken übrigens zur Mieterhöhungsbegründung erlaubt. Sie behaupten ja immer, das Mietenkataster könnte da nicht helfen und die Leute würden in eine Rechtsunsicherheit rutschen, wenn das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kippt. Nee, das werden sie nicht. Bis Mitte 2021 haben wir einen qualifizierten Mietspiegel im Land Berlin und wir werden jetzt gemeinsam viel Power einsetzen, um dieses Mietkataster schnell umzusetzen. Übrigens, das Mietkataster ist auch so wichtig, weil es endlich für mehr Transparenz auf dem Berliner Wohnungsmarkt sorgt. Denn wir wissen oft ja gar nicht, wem welche Häuser oder ganze Straßenzüge gehören. Mit einem Mietenkataster können wir so auch gegen spekulative Geschäftsmodelle viel besser und viel gezielter vorgehen. Meine Damen und Herren, Berlin geht mit dem Mietendeckel neue Wege und dafür braucht es Mut. Und diesen Mut haben wir. Und wir wissen genau, alle Augen sind auf uns gerichtet, denn viele Großstädte, ob in Deutschland oder die Grenzen hinaus, teilen unsere Probleme. Die Wohnungsfrage stellt nicht nur unseren Berliner Zusammenhalt auf die Probe, sondern belastet weltweit das gesellschaftliche Gefüge. Weltweit wird das Thema Wohnen zu der sozialen Frage des 21. Jahrhunderts. Ob in Dublin, im Libanon, Chile oder Argentinien, die Unruhen haben schon begonnen, sagt Leilani Faha, die UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Wohnen. Die Städte müssen angesichts dieser globalen Herausforderungen dringend mehr miteinander kooperieren und vor allem auch die EU muss endlich tätig werden. Aber vor allem müssen die Städte zu allem bereit sein, mit Mut und klarer Kante für die Neuausrichtung hin zu einem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt zu kämpfen. Und genau das tun wir als Rot-Rot-Grün. Deshalb, meine Damen und Herren, sind wir stolz darauf, heute den Mietendeckel zu verabschieden. Und ganz zum Schluss
will ich noch ein Anliegen loswerden. Diesen Mietendeckel, den verdanken wir den vielen Juristen, die ehrenamtlich viele Monate, viel Kraft und Energie in dieses Gesetz gesteckt haben, die so gut mit uns zusammengearbeitet haben. Aber vor allem, meine Damen und Herren, danke, Peter Weber. Deine Idee des Mietendeckels wird heute endlich Wirklichkeit. Vielen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat jetzt noch mal der Abgeordnete Latsch von der AfD-Fraktion das Wort. Sie sind ja eine Fundgrube, Frau Schmidberger, das ist ja wirklich köstlich. Also fangen wir mal an mit den weltweiten Aufständen. In der EU leben 70% aller Bürger in ihrem Eigentum. Gegen wen wehren die sich denn eigentlich, frage ich mich. Machen die Aufstände gegen sich selber? So, und dann, übrigens wird der Durchschnitt in der EU durch Deutschland runtergezogen. Hier leben nämlich nur 46 bei 83 Millionen Einwohner, nur 46% im Eigentum. Die EU ohne uns wäre wesentlich besser dran. Und dann kommen wir mal zu Ihrem Mietspiegel, den Sie dann demnächst haben werden. Ja? Woraus nehmen Sie den denn? Aus Ihren zurückgeführten Daten von 2013 und dann den rückwärts entwickelten Mieten, die Sie ja vorhaben, daraus bilden Sie dann einen neuen Mietspiegel. Das hat doch mit Mietspiegel nichts mehr zu tun. Das ist einfach Zwangsgesetz. Und dann wollen Sie Menschen verteidigen. Das finde ich absolut löblich, das finde ich auch richtig, aber das können Sie einfach nicht. Weil Menschen verteidigen tut man, indem man ihnen Wohnraum schafft. Und das tun Sie nicht, meine Herrschaften. Das tun Sie einfach nicht. Sozial ist, Herr Dräger, Sie erinnern sich, was Wohnraum schafft. So, und dann kommen wir mal zu der armen Frau an der Supermarktkasse. Was ich vorhin gesagt habe, Sie streuen den Menschen Sand in die Augen und die glauben das auch. Fragen Sie mal die Menschen, ob sie keine Grundsteuer mehr zahlen möchten. Fragen Sie die mal, ob sie keine Stromsteuer mehr zahlen möchten. Die werden immer schön freundlich Ja sagen, das können Sie glauben. Die wollen auch keine ÖPNV-Gebühren mehr bezahlen, das werden die immer alles bejahen. Welcher Mensch schreit denn hier, wenn die Kosten höher werden? Ich habe mich noch nie gesehen. So, und dann hatten wir die Frau an der Supermarktkasse schon, ja, das sind Berge von Informationen, die sie da geliefert haben. So, dann haben sie von Sozialwohnungen gesprochen. Also erstmal habe ich nie behauptet, dass die irgendwie in privater Hand wären oder in nicht privater Hand oder sonst irgend sowas. Aber es gibt, und jetzt aufmerksam sein, 100.000 Sozialwohnungen in Berlin, aber 1,1 Millionen berechtigte Haushalte. Bis da von denen einer Million, die noch keine haben, mal eine Wohnung kriegt, sind 10 Generationen nachverstorben, meine Herrschaften. Das ist Ihre sozialistische Sandstreuerei. So, und jetzt zu Ihrem Wien, ja? Da bleiben mir leider nur noch ein paar Stichworte. Also, 8 Jahre wartet man auf so eine tolle Sozialwohnung in Wien für 6,50 Euro. In Berlin liegen die Durchschnittsmieten bei 6,72. Und zwar nicht die Sozialmieten, sondern alle Mieten. Durchschnittsmieten. So, und der Rest des Marktes, was macht der in Wien? Der 75% ausmacht. Das ist nämlich auch so eine Lüge von Frau Schmidberger. Entschuldigung, Lüge habe ich nicht gesagt. Sie behauptet immer, 3 von 4 Menschen wohnen in Wien in Sozialwohnungen. Völliger Quatsch. Bei 25% Sozialwohnungen können nicht 3/4 drin wohnen. Das geht ja überhaupt nicht. So, und die anderen 75%, meine Herrschaften, die zahlen 15 bis 25 Euro. So sieht Ihre Realität von Wien aus. Herzlichen Dank. Wollen Sie erwidern, Frau Schmidberger? Ja, dann haben Sie das Wort. Also an dieser Stelle des Plenums wünsche ich mir ja immer, dass es einen Faktencheck wie bei Hart aber fair gibt, weil dann könnten Sie alle danach noch mal genau nachgucken und werden sehen, dass die AfD hier leider keine Ahnung von Fakten hat. Und ich muss auch noch mal betonen, wir als rot-rot-grüne Regierung, wir versuchen wirklich allen zu helfen, wirklich allen in dieser Stadt. Aber ich fürchte, bei Ihnen sind sogar wir gescheitert. Vielen Dank. So, für die FDP hat jetzt Herr Chaya das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war ja heute
gute Sitte in diesem Hause, zunächst Danke zu sagen. Danke zu sagen, das möchte ich auch tun. Ich möchte vor allen Dingen denen danken, die sich heute Nacht, die vielen tausend Freiwilligen, engagiert haben und geholfen haben, denen zu helfen, deren Probleme so groß sind, dass sie sich nicht über steigende Mieten aufregen können, weil sie nämlich in dieser Stadt kein Zuhause haben. Danke an all die Freiwilligen. Und die große Frage, vor der wir in dieser Stadt stehen, ist tatsächlich die Frage, wie schaffen wir Wohnraum und wie bekommen wir in unserer Stadt den Miet- und Wohnungsmarkt organisiert und vor allen Dingen besser gemacht. Wohnen ist zu der zentralen Gerechtigkeitsfrage in unserer Stadt Berlin geworden, zu der zentralen Gerechtigkeitsfrage unter einer linken Regierung, unter einer linken Bausenatorin, Stadtentwicklungssenatorin. Das hätte sich niemand vor 3 Jahren in dieser Stadt vorstellen können, dass das passiert, meine Damen und Herren. Und die Instrumente, die Sie wählen, über die muss man trefflich streiten, weil Sie haben sich entschieden, mit der heutigen Abstimmung den größten Tabubruch der jüngsten Geschichte zu begehen. Den nennen Sie Mietendeckel, wir nennen das nur noch Chaosdeckel, meine Damen und Herren. Und Chaosdeckel deshalb, weil Sie sich von einem Grundsatz verabschiedet haben, nämlich für Rechtsfrieden in dieser Stadt zu sorgen. Rechtsfrieden zwischen Mieterinnen und Mietern und Vermietern und Vermieterinnen. Diesen Rechtsfrieden, für den Sie gewählt worden sind, für den Sie auch als Senat einen Schwur auf die Verfassung geleistet haben, den brechen Sie an dieser Stelle sehr deutlich, sehr wissentlich. Und deshalb hat unser Kollege Förster aus der Abgeordnetenhausfraktion, aus meiner Fraktion, auch deshalb die Akteneinsicht beantragt, um herauszufinden, wie ist eigentlich dieser Mietendeckel wirklich zustande gekommen und welche Verwaltungen haben eigentlich schon im Vorfeld der Mitzeichnung deutlich gemacht, dass das, was Sie hier gehen, eigentlich eine große Mietenlüge für Berlin ist, die Sie hier verzapft haben. Und wir müssen uns doch in Berlin tatsächlich mit Fragen von Mietsteigerungen auseinandersetzen. Aber was haben Sie die letzten 9 Monate gemacht? Sie haben an einem Instrument gearbeitet, was ideologischer nicht sein könnte. Sie haben sich an einem Instrument orientiert, was Sie als juristisches Neuland beschreiben, was aber am Ende Treibsand wird. Treibsand für die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt. Und wenn Frau Schmidberger hier fulminant 15 Minuten darüber redet, was das alles macht und welche Städte das alle super finden, dann darf ich mal einmal Ihre Rede zusammenfassen und Sie selbst zitieren. Sie haben doch vor wenigen Wochen hier noch im Ausschuss in diesem Parlament deutlich gesagt, wir wissen nicht, ob dieser Mietendeckel Bestand haben wird. Wir wissen nicht, ob dieser Mietendeckel Bestand haben wird. Sie haben die letzten 9 Monate wissentlich mit den Sorgen und Ängsten der Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt gespielt. Und das gehört sich nicht, Frau Schmidberger. Das gehört sich nicht. Und wer die letzten 9 Monate dafür verwendet und 150 Fußballfelder große Flächen in dieser Stadt nicht bebaut, weil er 15.000 Wohnungen in Berlin in den letzten 3 Jahren nicht bauen wollte, der gibt die falschen Antworten. Es ist richtig, dass Sie den Saal verlassen, Frau Schmidberger. Sie sollten besser zuhören. Kommen Sie wieder rein. Ja, Sie sollten zuhören, weil es geht um Fakten an dieser Stelle. Meine Güte. Ja, setzen wir uns mit den Fakten auseinander. Setzen wir uns doch mit den Wuchermieten in der Stadt auseinander. Wir hätten uns doch in den letzten 9 Monaten genau mit dieser Frage beschäftigen müssen. Die Mieterinnen und Mieter haben doch in dieser Stadt die Gelegenheit, über die Mietgesetze auch deutlich gegen Wuchermieten vorzugehen. Aber wie soll man denn gegen Wuchermieten vorgehen, wenn Sie in dieser Stadt die funktionierende Rechtsprechung permanent bekämpfen? Welche Mittel geben Sie denn den Mieterinnen und Mietern? Sie sorgen doch dafür, dass unsere Rechtsinstitutionen und unsere Rechtsorgane ständig schlechter ausgestattet sind als besser ausgestattet sind, sodass die Mieterinnen und Mieter gar nicht zu ihrem Recht in unserer Stadt kommen. Sie haben gestern gerade erst in diesem Haus, im Ausschuss, den Mieten-TÜV abgelehnt. Sie haben den Mieten-TÜV abgelehnt, der am Ende ein perfekter Kontrollmechanismus wäre,
um die Mieterinnen und Mieter vor steigenden Mieten in unserer Stadt zu schützen. Wir haben Ihnen vorgeschlagen, jedes Gesetz in diesem Haus darauf zu prüfen, welche Auswirkungen es auf die Miete, auf das Wohnen, auf das Bauen in unserer Stadt hat. Stattdessen sorgen Sie dafür, dass alles teurer wird, dass alles länger dauert und keine einzige Wohnung mehr, die wir dringend brauchen in den nächsten 10 Jahren, nämlich 194.000, entstehen. Das passiert leider nicht. Sie haben sich auch nicht auf die Debatte eingelassen, mit uns über die Frage der Subjekt- und Objektförderung zu streiten. Zu keinem Zeitpunkt. Wir haben Ihnen deutlich gemacht, dass wir eine Sofortentlastung hier in Berlin brauchen. Wer auf der einen Seite mittel- und langfristig 194.000 Wohnungen bauen muss und will, der braucht auch Sofortmaßnahmen. Also lassen Sie uns über die Subjekt- statt über die Objektförderung sprechen und die unterstützen, die Hilfe brauchen. Lassen Sie uns in dieser Stadt darüber nachdenken, nach wie vor die Grundsteuer zu halbieren. Wir haben Ihnen konkrete Vorschläge gemacht. Im Übrigen rechtssicher. Rechtssicher hätte das umgesetzt werden können in den nächsten Jahren. Das wäre eine Entlastung für die Berlinerinnen und Berliner gewesen. Im Übrigen für jeden in dieser Stadt eine echte Entlastung, auch für die Mieterinnen und Mieter. Mal ebenso als Rechenbeispiel für Sie, damit Sie mal eine Größenordnung haben. Das macht bei einer 70 Quadratmeter Wohnung so um die 250 Euro am Jahresende aus. Rechtssicher, das ist der Unterschied zu Ihrem Mietendeckel. Das haben wir vorgeschlagen. Und stattdessen organisieren Sie die Knappheit am Markt. Sie organisieren, dass in dieser Stadt der Druck stetig größer wird. Sie setzen sich nicht damit auseinander, dass wir in allen Preissegmenten in Berlin tatsächlich Wohnraum brauchen. Sie sind diejenigen, die hier in dieser Stadt das Bauen verhindern. Und Sie sind im Übrigen auch diejenigen, die nach wie vor die krasse Auseinandersetzung auf der Straße suchen, die krasse Auseinandersetzung gesellschaftspolitisch suchen. Und das will ich Ihnen deutlich machen. Sie haben nicht den Mut aufgebracht, tatsächlich 1.000 Genossenschaftswohnungen am Westkreuz zu bauen. Wieso eigentlich nicht? Sie haben nicht den Mut aufgebracht, 650 Mietwohnungen am Thälmannpark zu bauen. Sie haben nicht den Mut aufgebracht, 5.000 Wohnungen in Pankow auf der Elisabethaue in die Entwicklung zu bringen. Sie bringen nicht den Mut auf, die Debatte über die Randbebauung am Tempelhofer Feld zu führen. Sie sind mutlos, stattdessen sind sie ideologisch und das hilft niemandem in der Stadt. Und dabei müssten Sie doch am besten wissen, je mehr man den Markt verknappt, führt das dazu, dass die Herausforderungen extrem groß werden und dass vor allen Dingen Höchstpreise entstehen. Und diese Höchstpreise führen in anderen Ländern zu regelrechten Schwarzmärkten. Und da kann man sich hier hinstellen, wie Frau Schmidberger das getan hat, und sagen, na ja, es gibt so viele, die uns angerufen haben und gesagt haben, wäre doch eine gute Idee, dieser Mietendeckel. Toll, wir schauen da besonders hin, was in Berlin passiert. Ich habe den Eindruck, es schauen alle besonders hin, was beim Bundesverfassungsgericht und beim Landesverfassungsgericht rauskommt, weil dieser Mietendeckel eben am Ende auch rechtswidrig scheint. Und lassen wir uns doch gern darauf ein, in andere Länder zu schauen. Lassen wir doch mal den Vergleich mit der DDR außen vor. Schauen wir doch mal dahin, wo der Mietendeckel gegenwärtig ist. Schauen wir doch mal nach Stockholm. Schauen wir uns mal an, was da in Schweden passiert. 673.000 Menschen warten in Stockholm auf eine Wohnung. Bis zu 11 Jahre. 673.000 Menschen stehen in Stockholm in der Wohnungsschlange und warten auf eine Mietwohnung. Das ist Auswirkung und Zustand des Mietendeckels. Gegenwärtig. So. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in dieser Stadt nicht den Schwarzmarkt organisieren und Mietverträge wie in Stockholm für 30.000 bis 50.000 Euro unter der Hand verkauft werden und derjenige, der das Geld hat, sich eine Wohnung leisten kann, sondern diejenigen, die eine Wohnung brauchen, eine Wohnung bekommen. Und dafür brauchst du ein ordentliches Maßnahmenpaket in Berlin. Und ein ordentliches Maßnahmenpaket, das haben wir Ihnen vorgeschlagen. Wir haben gesagt, wir haben einen bestehenden Mietenspiegel. Halten wir uns an diesen bestehenden Mietenspiegel. Sie haben sich dafür entschieden, den Mietenspiegel in dieser Stadt mal eben außer Kraft zu setzen. Mal eben außer Kraft gesetzt. Und der Mietenspiegel wird auch nicht wieder eintreten, wenn am Ende der Mietendeckel vom Verfassungsgericht fallen sollte. Dann stehen die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt vor den Vergleichsmieten ein wesentlich schlechterer Zustand als jetzt. Das hat man Ihnen zu verdanken. Noch dazu
Haben Sie sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir in Berlin schneller Wohnraum schaffen können? Sie haben die letzten 3,5 Jahre nicht genutzt, um die Landesbauordnung mal ordentlich aufzuräumen, zu entrümpeln und dafür zu sorgen, dass das Bauen in dieser Stadt günstiger wird und damit in dieser Stadt auch das Wohnen günstiger wird. Sie haben die letzten 3,5 Jahre nicht genutzt in dieser Stadt, um dafür zu sorgen, dass es tatsächlich mal eine innovative Baukultur gibt und man darüber nachdenkt, wie man die Flächenpotenziale und die Potenziale, die die Stadt hat, besser nutzen kann. Stattdessen haben Sie sich darauf eingelassen, den Markt zu verengen und den sogenannten Mietendeckel in die Debatte zu bringen. Und man kann es gar nicht oft genug sagen. Wir brauchen Lösungen, um die Mieten in unserer Stadt in den Griff zu bekommen. Das stellt keiner in Abrede. Aber Ihr Mietendeckel ist und bleibt nicht das richtige Instrument. Er suggeriert in einer großen Überschrift, eine Problemlösung in den Griff zu kriegen, die er nicht in den Griff bekommt. Und allein die Mietpreisbremse, die 2013 in Deutschland verabschiedet wurde, die Sie gut fanden, die Verschärfung der Mietpreisbremse, die Sie noch besser fanden, haben deutlich dokumentiert, dass das nicht funktioniert. Diese Eingriffe funktionieren nicht. Und wenn Sie sich heute hinstellen und behaupten, die Antwort auf eine nicht funktionierende Mietpreisbremse wäre jetzt der Mietendeckel, dann ist das Quatsch, weil das ist das gleiche Instrument und führt am Ende zu gar nichts, außer zur Mietsteigerung. Und wer sich an das Jahr 2019 und den Juni im Jahr 2019 erinnern mag, der muss sich leider auch daran erinnern, dass es im Jahr 2019 im Juni zahlreiche Mietsteigerungen in unserer Stadt gab. Ja, wieso denn? Wieso gab es denn diese Mietsteigerung? Weil Sie dafür gesorgt haben, mit Ihrem Gesetz und der Debatte um den Mietendeckel. Sie haben dafür gesorgt, dass die Briefkästen in der Stadt gefüllt waren mit Mietsteigerung. Das geht zurück auf die Debatte, die Sie hier führen. Und Sie haben nicht gelernt, weil das war abzusehen aus der Diskussion um die Mietpreisbremse, die 2013 in Deutschland eingeführt worden ist, wo Sie im vorauseilenden Gehorsam in Berlin die Ersten waren, die das umgesetzt haben. Es war abzusehen, dass genau das passiert, die Mietsteigerung durch die Debatte, die Sie hier in den letzten Monaten geführt haben. Und deshalb... Erzähl ich. Drücken Sie sich ein, fragen Sie, dann beantworte ich Ihnen die Frage gerne. Bitte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zierl? Gerne. Kollege Schaer, wie entscheiden Sie sich denn jetzt bei der Situationsdarstellung? Ist jetzt alles schön oder ist jetzt alles nicht schön? Beides sollten Sie nicht gleichzeitig behaupten, dann könnte man Ihnen nicht glauben. Waren Sie denn wirklich die ganze Zeit so aufmerksam, dass Sie meiner Rede folgen konnten? Ja? Ich habe meine Zweifel. Und ich finde es gut, dass Sie grübeln, weil noch ist die Gelegenheit da, diesen Mietendeckel heute nicht zu beschließen. Ich finde es gut, dass Sie ins Grübeln kommen. Denn der Mietendeckel ist ausschließlich ein großes Täuschungsmanöver. Er ist Sand in die Augen der Mieterinnen und Mieter. Er ist etwas, was nicht das Problem in dieser Stadt in den Griff bekommt. Und das ist das Grundproblem dabei. Und dass Sie ins Grübeln kommen, ist dann der richtige Moment. Und das sollten Sie vielleicht nachher berücksichtigen, wenn Sie dem Gesetz zustimmen wollen, weil es wird nicht helfen, sondern es wird mehr Probleme machen und für mehr Chaos am Wohnungsmarkt in unserer Stadt sorgen. Ja, Herr Wolf, ich glaube, dass Sie in dieser Stadt möglicherweise sogar zufrieden sind mit dem Mietendeckel und auch mit der gesellschaftlichen Stimmung, die Sie im Rahmen dieser Koalition organisiert haben. Mit der gesellschaftlichen Stimmung in der Auseinandersetzung zwischen Wohnungsgebern und Mieterinnen und Mietern. Sie haben den Eindruck vermittelt, dass jeder Vermieter in dieser Stadt per se ein schlimmer Mensch ist, ein Gierbehafteter, ein Getriebener, was völliger Quatsch ist. Die Vermieter in unserer Stadt sind diejenigen, die auch soziale Verantwortung übernehmen. Die vielen Klein- und Kleinstvermieterinnen, die in dieser Stadt sich täglich darum kümmern, dass Wohnraum instand gehalten wird, dass Immobilien in dieser Stadt tatsächlich angeboten werden. Damit wollen Sie sich nicht auseinandersetzen, sondern Sie
Sie organisieren in dieser Stadt die harte Auseinandersetzung, die wir nicht brauchen. Wir brauchen in dieser Stadt einen sozialen Frieden, einen Interessensausgleich und wir brauchen in dieser Stadt verdammt nochmal eine echte Lösung und keine populistischen Überschriften, die am Ende des Tages Mietendeckel heißen. Und deshalb werden wir auch diesen Mietendeckel am heutigen Tag ablehnen, weil er nicht hilft. Und ich kann Ihnen hier sehr deutlich sagen, wir werden auch gemeinsam mit der CDU ein Klageverfahren anstrengen, um Rechtssicherheit zu verschaffen, die Sie ja mittlerweile sogar einfordern, damit die Mieterinnen und Mieter auch eine Klarheit haben, wie am Ende sich tatsächlich ihre Miete berechnet und dass es zum echten Entlastungsprogramm in Berlin kommt. Herzlichen Dank. Gestatten Sie, das ist jetzt vorbei. Für den Senat spricht nun Frau Senatorin Lomscher. Bitte schön, Frau Senatorin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erstmal nutze ich die Gelegenheit, Herrn Schaier dafür zu danken, dass er gestern dabei war bei der Nacht der Solidarität. Dass andere Menschen aus diesem Haus sich auch zahlreich beteiligt haben, und möchte noch mal deutlich sagen, es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und der Bezahlbarkeit von Mieten. Wer also mit Obdachlosigkeit bekämpfen will, der muss über einen Mietendeckel sprechen. Und es macht ja immer sehr viel Spaß, auf das zu reagieren, was Sie so gesagt haben. Also bei den konkreten Bauprojekten, die Sie aufgezählt haben, bin ich auf knapp 1.200 gekommen, knapp 12.000. Bei einem gibt es ein Gesetz, das wissen Sie. Bei dem anderen gibt es einen Koalitionsvertrag, das wissen Sie auch. Bei den Bahnflächen geht es um Spekulation. Der eine wollte spekulieren, der andere spekuliert noch. Ne? Also das sind die Themen, über die Sie sprechen. Da, wo wir ein großes Projekt vorhaben in Tegel, sind Sie diejenigen, die es massiv bekämpfen. Und nur so zum Wissen, Berlin hat aktuell immer noch einen Bauüberhang von 64.000 Wohnungen. Also genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen. Das ist ein Spitzenwert, über dessen Ursachen sich trefflich streiten lässt. Aber jetzt vielleicht zum Thema. Meine Damen und Herren, keine Zwischenfragen, weil ich das hier sehe. Berlin macht ernst im Kampf für bezahlbares Wohnen. Die rasante Steigerung der Mietpreise, vor allem der Angebotsmieten, aber auch der Mieten nach Modernisierung und in bestehenden Verträgen, das ist das bestimmende Thema für viele Berlinerinnen und Berliner. Heute sehen sich viele Menschen in unserer Stadt einer Situation gegenüber, die sie einfach nicht mehr bewältigen können. Wenn in manchen Erdbauquartieren Kaltmieten die 18-Euro-Marke erreichen, dann ist das kein Zeichen für Prosperität oder Attraktivität, sondern dann ist das ein Alarmsignal. Wir wollen nicht, dass Berlin eine Kopie überteuerter Metropolen wie London oder Paris wird, in denen sich Normal- oder Geringverdienende keine Wohnung mehr in der Stadt leisten können. Und genau daraus erwächst der politische Auftrag an Senat und Parlament, die Interessen der Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt besser zu schützen und zugleich ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Deshalb vollziehen Senat und die rot-rot-grüne Koalition einen Paradigmenwechsel in der Wohnungspolitik. Wir wollen die soziale Sicherheit beim Wohnen, das Gemeinwohl insgesamt und damit den sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt stärken. Dazu gehört zum einen, das ist schon erwähnt worden, dass wir alles dafür tun, damit künftig die Hälfte des Wohnungsneubaus durch gemeinwohlorientierte Akteure errichtet wird, und zwar zu leistbaren Mieten. Und dazu gehört zum anderen eben eine Atempause für Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt. Und das Berliner Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen, kurz Mietendeckel, ist genau diese Atempause. Berlin hat aufgrund der Föderalismusreform von 2006 für dieses Gesetz die landesrechtliche Kompetenz und der Senat erachtet den Entwurf als verfassungskonform und verhältnismäßig. Ich erinnere Sie daran, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Zulässigkeit der Mietpreisbremse im August 2019 festgestellt, dass die soziale Ausgewogenheit gerade im Wohnungswesen ein besonders hohes Gut ist und einen entsprechenden gesetzgeberischen Spielraum eröffnet. Und Wohnungseigentümer können vor diesem Hintergrund kein Recht auf Höchstertrag durch Mieteinnahmen geltend machen.
Lassen Sie mich zum Schluss dieser ja heute wie immer sehr lebhaften Debatte zum Thema nochmals kurz die Kernelemente des Gesetzes benennen. Mietenstopp, Mietobergrenzen bei Wiedervermietung und Absenkung überhöhter Mieten. Der Mietendeckel gilt für 5 Jahre nach Inkrafttreten. Er wird über 1,5 Millionen Wohnungen betreffen, die vor dem 1. Januar 2014 bezugsfertig waren. Neubau ist dezidiert ausgenommen. Für diese 5 Jahre darf keine Netto-Kaltmiete über die Höhe vom 18. Juni 2019 hinaus angehoben werden. Ab 2022 ist eine Anpassung in Höhe der Inflationsrate zulässig. Eine Wiedervermietung darf nur zur Vormiete erfolgen, sofern diese nicht über der Mietobergrenze liegt. Die Mietobergrenze richtet sich nach Baujahr und Ausstattung der Wohnung und liegt für normal ausgestattete Wohnungen zwischen knapp 6 Euro bis 9,80 Euro pro Quadratmeter. Bestandsmieten, die 20% über der Mietobergrenze liegen, sind 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes abzusenken durch die Vermieterinnen und Vermieter. Besonders preistreibende Geschäftsmodelle, die sich als sehr beliebt erweisen, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Metropolen, wie beispielsweise möbliertes Wohnen, werden durch den Mietendeckel untersagt. Modernisierungen dürfen nur noch zu Mieterhöhungen von höchstens 1 Euro pro Quadratmeter führen. Höhere Modernisierungskosten werden bis zu 1 Euro durch Förderprogramme gedeckt. Vermieterinnen und Vermieter können bei drohender Unwirtschaftlichkeit eine Härtefallregelung nutzen. Verstöße gegen den Mietendeckel werden von den Behörden mit Bußgeldern von bis zu 500.000 Euro, das ist 500.000, geahndet. Was bedeutet das nun konkret und im Einzelnen für die Mieterinnen und Mieter? Wer am Stichtag 18. Juni 2019 in einer Wohnung wohnte und am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes immer noch in dieser Wohnung wohnt, dessen Miete wird auf dem Stand des 18. Juni 2019 eingefroren. Wenn die Wohnung am Stichtag 18. Juni 2019 nicht vermietet war oder zwischen dem Stichtag und dem Inkrafttreten des Gesetzes ein Mieterwechsel stattgefunden hat, wird die in dieser Zeit vereinbarte Miete eingefroren. Vermieter und Vermieterinnen haben den Mietern bzw. Mieterinnen innerhalb von 2 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unaufgefordert Auskunft über die für die Berechnung der zulässigen Miethöhe maßgeblichen Umstände zu erteilen. Die Höhe der Stichtagsmiete ist den Mieterinnen und Mietern auf Verlangen mitzuteilen. Auch vor Vertragsabschluss müssen Vermieterinnen und Vermieter den künftigen Mietern beides unaufgefordert mitteilen. Es ist in beiden Fällen per Gesetz verboten, eine höhere Miete zu nehmen. Die gegebenenfalls erforderliche Absenkung einer überhöhten Miete ist 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes vorzunehmen. Hierfür ist kein gesonderter Antrag der Mieterinnen und Mieter nötig. Wenn etwas nach dem Gesetz verboten ist und dagegen verstoßen wird, kann dies zu einem Bußgeld in der genannten Höhe führen. Ein gesonderter Verwaltungsakt ist nicht erforderlich. Konkret bedeutet das, die im Gesetz genannten Behörden überwachen die Einhaltung des Gesetzes. Sie können von Amts wegen alle erforderlichen Maßnahmen treffen, das heißt zum Beispiel Bußgelder verhängen, wenn sie von einem Verstoß Kenntnis erlangen. Sie können Mieterinnen und Mietern Auskunft erteilen und sie können, wenn es erforderlich ist, auch einen Verwaltungsakt erlassen. Beiträge aus der heutigen Debatte und Medienberichte der letzten Tage, wonach Senat und Koalition die Verantwortung für die Umsetzung des Gesetzes an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben, die Menschen also im Regen stehen lassen würden, sind schlichtweg falsch. Meine Damen und Herren, der Mietendeckel wird wieder so etwas wie Augenhöhe zwischen Vermieterinnen und Vermietern und Mieterinnen und Mietern schaffen. So erlaubt das Gesetz den Eigentümern durchaus die bauliche Weiterentwicklung ihres Bestandes. Das aber nur in einem Rahmen, der nicht zur Verdrängung von weniger finanzstarken Mieterinnen und Mietern führt. Modernisierungen für mehr Klimaschutz und Barrierefreiheit sind ausdrücklich erlaubt. Zusätzliche Fördermittel werden dafür zur Verfügung gestellt. Zur Augenhöhe gehören auch Regelungen zur Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer Härten. Die Härtefallregelung soll Eigentümer vor Verlusten und Substanzgefährdung bewahren. Zugleich sieht das Gesetz einen Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter vor, für die eine höhere Miete nicht tragbar ist. Die Härtefallregelung für Eigentümerinnen und Eigentümer kommt allerdings nur in Betracht,
wenn die Ursache des Härtefalls nicht im Verantwortungsbereich der Eigentümer liegt. Dies wäre zum Beispiel bei Wertsteigerungserwartungen, Renditeerwartungen und Finanzierungskosten außerhalb des marktüblichen der Fall, sowie bei Ertragserwartungen, denen auch unabhängig von diesem Gesetz überhöhte Mieten zugrunde liegen. Und ich möchte zum Schluss noch einiges klarstellen. Viele private Kleinvermieter und natürlich auch die Wohnungsbaugenossenschaften sind und bleiben wichtige Partner für bezahlbares Wohnen in Berlin. Genau deswegen haben wir bestimmte Regelungen im Gesetz und darüber hinaus getroffen, zum Beispiel mit der Möglichkeit des Inflationsausgleichs ab 2022, mit der Möglichkeit der Erhöhung besonders niedriger Mieten, mit Förderprogrammen für Modernisierung, Neubau, genossenschaftlichen Bestands- und Anteilserwerb und so weiter. Damit unterstützen wir Sie, damit Sie auch in Zukunft Ihren unverzichtbaren Beitrag für ein lebenswertes Berlin leisten können. Es ist viel gestritten worden um den Mietendeckel und der inhaltliche und juristische Streit ist mit dem heutigen Beschluss nicht zu Ende. Ja, es ist das sprichwörtliche juristische Neuland, das wir mit dem Mietendeckel betreten. Und ich erinnere noch mal daran, den Ländern ist 2006 die Kompetenz für das Wohnungswesen übertragen worden. Und Berlin macht als erstes Bundesland davon Gebrauch, weil das in Anbetracht eines stark angespannten Wohnungsmarktes und völlig unzureichender Gegenmaßnahmen des Bundes die einzige verantwortungsvolle Handlungsoption ist, meine Damen und Herren. Zum Abschluss ist es auch mir wichtig, einigen Beteiligten besonders zu danken. Und auch bei mir steht Peter Weber an erster Stelle, aber ich mache es ganz kurz. Vielen Dank für die Idee. Darüber hinaus danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Verwaltung, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die diesen Gesetzentwurf in Rekordzeit und erarbeitet und mit ihrem Fachwissen erst möglich gemacht haben. Und ich danke ausdrücklich auch den Kolleginnen und Kollegen der anderen Senatsverwaltungen, die das weiter unterstützt haben. Ausdrücklich bedanke ich mich bei den vielen externen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die mit viel Zeit, viel ehrenamtlichem Engagement mit ihrer teilweise sehr kurzfristig angefragten Expertise einen wesentlichen Beitrag zu diesem Gesetz geleistet haben. Und natürlich gilt mein Dank sozusagen der sehr durchhaltefähigen Koalition, den Koalitionsfraktionen für die gute Zusammenarbeit, für das unermüdliche Engagement und wie gesagt auch für das geringe Schlafbedürfnis. Verehrte Abgeordnete, der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf ist ohne Frage eine Zäsur in der Berliner Wohnungspolitik. Wir, und damit meine ich die Politik insgesamt, ich schließe also mal das ganze Haus hiermit ein, wir müssen Antworten auf die drängendsten Fragen, die die Berlinerinnen und Berliner bewegen. In was für einer Stadt wollen wir leben? Genauer, wie organisieren wir eine vielfältige Gesellschaft auf engem Raum, ohne dabei auf soziale Sicherheit und Klimagerechtigkeit zu verzichten? Eine Antwort auf diese Frage ist das eindeutige Bekenntnis, das sich der rot-rot-grüne Senat und die Koalition auf die Fahnen geschrieben haben: bezahlbares Wohnen für alle. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zum Mietendeckel. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden und wir kommen zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage. Zu der Gesetzesvorlage empfehlen die Ausschüsse mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktionen die Annahme mit Änderungen. Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP haben eine namentliche Abstimmung beantragt. Ich bitte deshalb den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen. Und ich bitte die Beisitzerinnen und Beisitzer nach vorne. Eine namentliche Abstimmung ist gemäß § 71 Absatz 2 Satz 2 unserer Geschäftsordnung mit Namensaufruf durchzuführen. Deshalb werden wir dann gleich, wenn aufgebaut ist, durch ein Mitglied des Präsidiums die Namen der Abgeordneten aufrufen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Stimmkarten Ihnen durch die Präsidiumsmitglieder dann ausgegeben werden. Und ich weise darauf hin, dass die tatsächliche Stimmabgabe erst nach Namensaufruf möglich ist, denn nur so ist ein reibungsloser und geordneter
Wahlgang möglich. Sie werden Urnen vorfinden, die eindeutig gekennzeichnet sind. Eine Urne für die Ja-Stimmen, eine Urne für die Nein-Stimmen und eine Urne für die Enthaltung sowie für die nicht benötigten restlichen Karten und Umschläge. Das dauert zu lange. Wir tauschen mal. Er macht die zweite, weil ich dann oben sitze. Ich eröffne also die Abstimmung über die Gesetzesvorlage auf Drucksache 18-2347, Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung mit den Änderungen gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 18-2437. Ich bitte mit dem Namensaufruf zu beginnen. Herr Dr. Wolfgang Albers, Herr Dr. Turgut Altuk, Frau Jeanette Auricht, Herr Hanno Bachmann, Frau Sabine Bangert, Frau Franziska Becker, Herr Dr. Hans-Joachim Berg, Herr Philipp Bertram, Frau Jessica Biesmann, Frau Daniela Billig, Frau Carola Blum, Frau Dr. Nicola Böcker-Giannini, Frau Dr. Christine Brinker, Herr Dr. Hugh Bronson, Frau Franziska Brichtzi, Herr Christian Buchholz. Herr Harald Latsch, Herr Joschka Langenbrink, Frau Dr. Maja Lasic, Herr Stefan Lenz, Herr Gunnar Lindemann, Frau Nicole Ludwig, Herr Marcel Lute, Herr Benedikt Lux, Frau Sibylle Meister, Herr Heiko Melzer, Herr Herbert Mohr, Herr Harald Moritz, Herr Michael Müller, Herr Dr. Michael Nelken, Herr Kai Nerstheimer, Herr Dr. Dieter Neuendorf. Herr Daniel Buchholz, Herr Dennis Buchner, Frau Marianne Burkhardt-Eulitz, Frau Derja Schalar, Herr Mario Czaja, Herr Sebastian Czaja, Frau Dr. Ina Ciborra, Frau Emine Diemebücken-Wegner, Herr Michael Dietmann, Herr Florian Dörstelmann, Frau Bettina Domer, Herr Burkhard Dregger, Herr Lars Düsterhöft, Herr Dr. Michael Effler, Herr Stefan Evers, Herr Stefan Förster, Herr Andreas Otto, Herr Georg Pasterski, Herr Mike Penn, Frau Katharina Pirot-Manelli, Frau Marion Platter, Frau Eva-Marie Plonske, Frau Ramona Popp, Frau Ilka Radziwill, Frau Stefanie Remlinger, Herr Sven Rissmann, Herr Christian Ronneburg, Herr Rath Salih, Herr Robert Schadach, Herr Carsten Schatz, Herr Frank Schermesser, Herr Bernd Schlömer. Herr Paul Fresdorf, Herr Danny Freimark, Herr Oliver Friederizi, Frau Stefanie Fuchs, Frau Silke Gebel, Herr Andreas Geisel, Frau Katalin Genburg, Herr Harald Gindra,
Herr Ronald Gläser, Herr Christian Goini, Frau Gabriele Gottwald, Herr Christian Greff, Herr Florian Graf, Herr Adrian Grasse, Frau Karin Haltsch, Herr Frank-Christian Hansel. Herr Sebastian Schlüsselburg, Frau Katrin Schmidberger, Herr Henna Schmidt, Frau Ines Schmidt, Frau Dr. Manuela Schmidt, Herr Stefan Schmidt, Herr Thorsten Schneider, Herr Frank Scholtisek, Herr Tino Schopf, Herr Niklas Schrader, Herr Tom Schreiber, Frau Katina Schubert, Herr Jürgen Jakob Schulze-Berndt, Herr Tobias Schulze, Herr Notka Schweikart, Herr Thomas Seerig. Herr Dr. Hans-Christian Hausmann, Herr Sven Heinemann, Frau Anne Helm, Herr Frank Henkel, Herr Christian Hochgräbe, Herr Thorsten Hofer, Herr Thomas Isenberg, Herr Frank Janke, Frau Bettina Jarasch, Frau Dr. Maren Jasper Winter, Herr Dr. Robin Junke, Herr Claudio Jupe, Frau Dr. Susanna Kahlefels, Frau Dilek Kalajci, Frau Antje Kapek, Herr Franz Kerker, Frau Cornelia Seibelt, Frau Katrin Seidel, Herr Roman Simon, Frau Iris Spranger, Herr Stefan Standfuß, Herr Andreas Statzkowski, Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Florian Switter, Herr Tommy Tabor, Herr Hakan Tasch, Herr Dr. Stefan Taschner, Frau June Tomiak, Frau Fadime Topper, Herr Peter Trapp, Herr Martin Trefzer. Frau Dr. Susanne Kitschun, Frau Regina Kittler, Herr Markus Klär, Frau Hendrike Klein, Herr Florian Kluckert, Frau Bettina König, Herr Georg Kössler, Frau Anja Kofbinger, Herr Sven Kohlmeier, Herr Dr. Matthias Kollatz, Herr Holger Krestel, Frau Melanie Kühnemann-Gruno, Herr Andreas Kugler. Herr Carsten Obelode, Herr Marc Fallender, Frau Dr. Petra van Drey, Frau Katrin Vogel, Herr Sebastian Walter, Herr Kurt Wanzner, Herr Thorsten Weiß, Herr Daniel Wesener, Frau Dr. Clara West, Herr Ralf Wieland, Herr Andreas Wild, Frau Bruni Wildenhain-Lauterbach, Herr Carsten Woldeit, Herr Harald Wolf, Herr Udo Wolf, Herr Tim Christopher Zehlen, Herr Stefan Ziller, Herr Steffen Zillig, Herr Frank Zimmermann.
Sehr verehrte Herren, im Moment stehen ja nur noch Herren an. L bis K auf der L bis Z auf der einen Seite, A bis K auf der anderen. Sie können gerne beides nutzen. Herr Goyni könnte das auch mit nutzen, die andere Schlange. Für die Tribüne oben, wo die Presse- und Medienvertreterinnen und Vertreter sitzen. Ich bitte Sie, von Fotografien der Unterlagen abzusehen. Ansonsten muss ich hier den Saaldienst bitten, tätig zu werden.
Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich frage, ob alle Mitglieder des Hauses die Gelegenheit hatten, abzustimmen. Ich sehe hier vorn grünes Licht. Dann wenn alle Mitglieder des Hauses jetzt die Gelegenheit hatten, abzustimmen, Frau Patzke, drücken Sie. Ja, ja.
Ich
Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich würde Sie bitten, die Plätze wieder einzunehmen. Und ich würde gern das Ergebnis der Abstimmung vorlesen. Gebe Ihnen aber noch die Chance, sich zu setzen. Ich erhöhe die Spannung. Nein, ein Großteil der Abgeordneten hat die Plätze wieder eingenommen. Ich gebe die Abstimmung zu unserem Gesetzesentwurf bekannt. Abgegebene Stimmen 150, Ja-Stimmen 85, Nein-Stimmen 64, eine Enthaltung. Damit ist mit den Änderungen so angenommen. Damit hat die Aktuelle Stunde ihre Erledigung gefunden und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Ich rufe auf die Fragestunde. Nun kommen mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Ich habe bewusst das Wort kurz zweimal wiederholt. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein. Ansonsten werde ich die Fragen zurückweisen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in einer Runde nach der Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der SPD auf und bitte